Also wir sind schon online, beziehungsweise die Aufnahme ist gestartet. Und Christoph, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt wieder getroffen haben zur zweiten Sendung. Ja, wir haben tatsächlich etwas gestartet mit der ersten Sendung, eine Forschungsreihe. Das haben wir beide festgestellt, dass das jetzt irgendwie ein Muss ist sozusagen. Und auch, dass es da darum geht, dass das, was dich bewegt und den Spuren, denen du folgst, die, denen ich folge, wo es viele Gemeinsamkeiten gibt, dass wir schauen, wo ist jeweils die Schnittstelle beziehungsweise das Eingangsloch, die Lücke, wo wir uns hineinbegeben, damit wir da etwas erweitern und einen neuen Raum eröffnen. Und ich musste lachen, weil ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, wir wollten uns über die Planeten und die Signaturen im Körper und so unterhalten. Und du hast Äther und ich finde, beides passt wunderbar zusammen. Wir gehen also vom Großen ins Kleine und vom Kleinen ins Große und bewegen uns in den Lücken dazwischen. Aber ehrlich gesagt, wir schauen einfach, wohin es uns führt. Und ich freue mich immens, dass wir da uns jetzt für eine sicherlich sehr, sehr interessante Forschungsreise wieder getroffen haben. Also grüß dich Christoph und grüß Gott alle da draußen, die dann im Nachgang das Ganze ansehen und anhören. Grüß dich. Ganz herzlichen Dank, Katharin. Und wenn du das jetzt so zusammen hinstellst, dann habe ich sofort schon was bei mir gewachsen ist über die Jahre. Und das ist wirklich diese Betrachtung des Ganzen, also des einen als Webwerk. Und wo ich sage, wir können auf verschiedene Ebenen des Webwerks auch gehen. Und weil wir ja alle aus dem einen kommen und wieder in das eine zurückgehen, macht es trotzdem Sinn, zu differenzieren. Und die eine Ebene, in der ich heute gespürt habe vor dem Gespräch, die natürlich sehr zentral ist, ist die Dreierebene. Also Seele, Geist, Körper, Sulfur, Merkur, Saal und so weiter. Dann ist aber die nächste Ebene die Fünferebene. Und dann haben wir die Siebener-Ebene. Die Fünfer-Ebene ist die, die oft als vier dargestellt wird, nämlich die vier Elemente: Feuer, Luft, Wasser, Erde. Aber eigentlich ist ja da die Achse und das Zentrum, um das sich alles dreht, der Äther. Also da sind wir schon beim Äther, praktisch als Quintessenz, als Quintessenz. Und dann die Ebene, die für mich so eine sehr große Forschungsebene sind, die Planetenkräfte. Vor allem im Pflanzenreich natürlich die Siebener-Ebene. Die Alten sagen ja, das sind die sieben, das sind die zwei großen Himmelswanderer, die Sonne und der Mond und dann natürlich die fünf Planeten, also die Wanderer, die wir mit bloßem Auge sehen können. Ja, das sind so irgendwie diese Ebenen, die Dreier, die Fünfer und die Siebener Ebene. Das heißt, wenn du die Planetenkräfte ansprichst, dann ist es ein Webwerk, das unendliche Beziehungen und Entsprechungen und Korrespondenzen hat. Und der Äther und die Elemente ist auch eine Webwerkebene, die unendliche Entsprechungen und Beziehungen hat, aber halt eine andere Stufe. Praktisch, ich habe einmal die 3, die 5, die 7, dann habe ich natürlich die 12 und so weiter. Also für mich sprechen wir dann praktisch auf zwei verschiedenen Ebenen. Wenn wir von dem Äther sprechen und von den Planetenkräften, dann gibt es dann immer eine Beziehung, aber es sind wie unterschiedlich ausdifferenzierte Ebenen. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ja, wobei es ist ja so, ich meine, die sich jetzt wirklich da genau beschäftigen wollen, können natürlich bei Paracelsus reingehen, die Ja. können, also und natürlich bei deinen Büchern, du hast ja dran, Genau, gerade du hängst. Ah, willst du es herzeigen? Zeig's her. Nein, nein, ich habe gesagt, Oder. es hängt gerade das Bild. Ja, es ist jetzt gerade raus, die Planetenkräfte und Pflanzen. Genau. Genau. Genau, und ich bin ja Empiriker, wobei mich, also oder ja, doch, ich gehe immer von der eigenen. Ich denke auch diejenigen, die uns hier zuhören, wenn wir sie abholen, das Wort komisch, gell? Ich stolper manchmal über jedes Wort, weil abholen, will ich sie abholen, na, aber wenn wir sie treffen wollen, ja, das ist doch, wir haben hier ja eine Verabredung, du und ich, und da stoßen jetzt andere dazu und dann treffen wir uns ja in einem Raum. Und ich denke, der Raum, je näher er uns ist, umso besser können wir ihn nachvollziehen. Und du hast über die Dreiheit gesprochen und mir fiel halt die Dreiheit auf, die du mir auch geschickt hast. Und also Kopf, Rumpf, Schoß, und da sind wir ganz nah beim Menschen. Und wenn wir davon ausgehen, und dann ist das jedem ganz, ganz nah. Und ich denke, das eine ist das, was ganz groß da drumrum ist, ja, die Kosmologie oder so.
Der Äther ist natürlich überall und er ist auch in uns. Da können wir übrigens, ich habe mit Carsten Pötter mal über die Qualia geredet und die Frage, ob die Qualia vielleicht der Äther ist. Also die Qualia ist eine eigene Geschichte, aber wir kennen nur die Qualität, aber wir wissen nichts mehr von der Qualia. Aber die Qualia ist, schätze ich mal, sehr nah am Äther dran. Ja, genau, ja. Und Ja, das das ist Gehirn. etwas, genau, und das ist etwas, was uns alle durchdringt. Das heißt, das ist nicht irgendetwas irgendwo da draußen im All oder sonst wo, sondern das ist, ich würde gerne da einsteigen, Christoph, was du mir geschickt hast. Lass uns doch ganz, ganz nah an uns einsteigen, damit nicht gleich alle den Knopf drücken und sagen, das wird jetzt zu theoretisch oder damit kenne ich mich nicht aus, weil jeder hat einen Kopf, einen Rumpf, einen Schoß. Jawohl. Ja, das ist immer das ist, wir müssen konkret sein. Ja, ich habe nur Wir gedacht, müssen gar nicht, aber ja, ich fände es schön. aber auf Magst du jeden Fall mal, ist. du hast mir da was geschickt, magst du damit, das können wir nicht zeigen, aber das ist wurscht. Das ist wurscht. Wir können einfach, kann ja auch kritzeln, wenn es ist. Ich meine, wahrscheinlich könnte man es theoretisch zeigen, aber ich habe keine Lust auf dieses Herumgetue technisch. Ja, Im wäre vielleicht Zweifelsfall möglich. können wir Also, es. es ist einfach eine Zeichnung, die aus meiner ersten Sammlung, wo es um die Planetenkräfte und die Pflanzen ging, wo ich einfach zeige, es geht um die Mondkraft. Und dann ist mir, als ich mich mit der Mondenkraft beschäftigt habe, ist mir plötzlich aufgegangen, dass ja immer da Mondkraft auch stattfindet, wo etwas Neues entsteht. Und dann habe ich gemerkt, wow, es ist so interessant, weil diese drei, wie du sagst, Kopf, Brust und Schoß, das ist ja auch eine, jeweils entsteht da was Neues. Und dann habe ich wirklich die drei Prinzipien, also einmal körperlich, seelisch und geistig entsteht was Neues. Im Schoß entsteht ja die leibliche Voraussetzung für was Neues. Und wenn ich jetzt sage, körperlich entsteht da was Neues, dann heißt es nicht, dass es da auch wieder aufgefächert ist. Dass natürlich auch das Körperliche wieder was Seelisches und was Geistiges hat. Aber das Körperliche ist im Vordergrund, weil jetzt ja da zum Beispiel dann die jungen Kätzchen oder die Menschen und so weiter entstehen, also die befruchtete Eizelle als körperliche Voraussetzung. Dann im Kopf, also Mondenkraft hat immer was zu tun mit was Weichem, mit dem Thema des Übermaßes, also wie so ein unendliches Meer und mit etwas Plastischem, mit etwas auch Weichen und Schleimigem. Und da fand ich so spannend, dass wir hier im Hirn physisch, also auch körperlich, naja, auch eine weiße und eine graue Masse haben, ein Übermaß an Nervenzellen. Wir haben auch, ja, diese Konsistenz, diese schleimige Konsistenz. Und es ist kollodial, es hängt ja in dem Gehirnwasser. Das ist auch nochmal so ein Aspekt. Und da habe ich gedacht, naja, irgendwie ist es schon der Anker oder die Antenne, der Sendemast, wo vielleicht gedanklich etwas Neues entsteht. Dann entsteht hier unten körperlich was Neues. Und dann habe ich gedacht, das ist so spannend. Natürlich der Busen, die Milch bei Säugetieren jetzt oder auch beim Menschen, da entsteht ja auch was Neues. Es ist wieder Übermaß in einem gewissen Sinne. Also man sieht das, wir haben gerade kleine Kätzchen, die trinken, man hat gefühlt den ganzen Tag, ja, sechs kleine Kätzchen. Und es fließt und es fließt und es fließt. Dann ist es ja auch so, dass es auch wieder weiß ist, wieder so ein Neubeginn. Und mir kam dann das Bild, aber es ist nicht körperlich, sondern das ist vor allem seelisch. Also mir kam das Bild, dass natürlich die Mutter das Kind oder die Katze, die Kätzchen körperlich nährt, weil es nährt die Substanz. Aber ich habe gemerkt, es ist doch vor allem auch was Seelisches, was da mitgegeben wird, weil es auch die Wärme und weißt du, wie ich meine? Also sozusagen nicht nur diesen Aspekt auf das materiell-körperliche, sondern hier entsteht was geistig Neues, hier entsteht seelisch was Neues, die Verbindung auch Herz und Arm und die Mutter Maria, die Jesus, also so gegen dieses und dann körperlich was Neues im Schoß. Das ist so diese Abbildung, die mir so kam vor ein paar Jahren zum Thema der Mondenkraft ganz unvermittelt. Ich glaube, du bist dumm geschaltet. Ah, jetzt bist du wieder da. Nein, 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 ich hatte mich schon geschaltet, weil hier die Flieger drüber sind. Also warte mal, da kommt mir, also okay, das eine ist ja, was uns an Assoziationen kommt jeweils und das andere ist, wo es vielleicht schon irgendwelche Lehren gibt, wobei ich mit Lehren ja immer vorsichtig bin, weil die sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir schauen, ich meine, Paracelsus war vor sehr, sehr langer Zeit und wenn ich, also ich würde ihn jetzt auch nicht nur eins zu eins übernehmen, was er zum Thema Hexen oder so gesagt hat oder so, hat mich wenig angezogen. Aber es geht auch nicht darum, denke ich, sondern Paracelsus hat ja damals diese mittelalterliche galenisch-scholastische Medizin, hat er ja sozusagen, ja, kann man schon sagen, revolutioniert. Und ich denke, dann kam Rudolf Steiner, um jetzt einen großen Sprung zu machen,
der wiederum auch seine, das verarbeitet hat auf seine Art. Und ich denke, es ist legitim, Christoph, dass wir jetzt, nicht, dass wir das jetzt revolutionieren, das müssen wir gar nicht, aber nur einen Spalt öffnen, wo vielleicht ein neuer Raum entsteht. Dafür kann man aber die alten Inhalte nutzen, weil die geben einen Anstoß und Inspiration für einen, um eben weiter Ja. vorangestoßen zu werden. Genau. Ja, darf ich an der Stelle vielleicht was noch hinzufügen, weil ich das Gefühl habe, dass es wichtig ist, auch für unseren Forschungsaustausch, dass ich absolut nur nach der eigenen Erfahrung gehe, dass ich praktisch in allem nur nach der eigenen Erfahrung gehe. Und das heißt, mein ganzes Sprechen und so weiter kommt nicht aus dem Studium der paracelsischen Werke oder aus dem Studium von Rudolf Steiners Werken. Gar nicht, sondern ich studiere die Natur praktisch, indem ich mit ihr arbeite, indem ich mit Mineralien, Metallen und Pflanzen umgehe. Ja, und das ist super wichtig, weil das bedeutet auch, dass für mich, wenn du Paracelsus sagst und über die Hexen und was weiß ich alles mögliche, das sozusagen, das klammere ich komplett aus und es interessiert mich gar nicht, weil mich interessiert der Paracelsus, der geschickt war, ganz hohe Arzneien herzustellen und der entdeckt hat, was geschieht wirklich, wenn praktisch so ein ätherisches Öl auf so ein Mineralsalz kommt und was geschieht denn da? Dinge, die unglaublich modern sind, also die einfach, ja, das nur das als Hintergrund. Es geht wirklich aus dieser Praxis, aus der eigenen Erfahrung, weil das ist die einzige Orientierung, die wir überhaupt haben. Deswegen sage ich immer, glaub mir nichts, sondern glaub nur dem, was du dir selbst auch als Erfahrung entgegenkommt. Ja. Ja, das war mir übrigens schon bewusst, dass du aus deiner eigenen Intuition heraus, das ist mir schon klar. Okay, mir kommt jetzt so assoziativ, ja, also wenn wir von der Fortpflanzung reden, also vom Ja. Schoß, dann braucht es für die Fortpflanzung zwei. Es braucht eine Begegnung, es braucht mehr als nur eine Begegnung, es braucht eine Vereinigung. Das sind zwei vonnöten. Gehen wir weiter hinauf, was du über den Leib, also über den Brust, es sind zwei Brüste. Und es sind auch wieder zwei im Spiel, das Baby und die Mutter. Und eigentlich wollte ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt, ich überlasse es dir, aber ich hätte jetzt gedacht, warum fangen wir nicht mit dem Kopf an? Caput Mundi. Ich finde es sehr, sehr bezeichnend. Im Kopf sind wir mehr oder weniger isoliert. Da sind wir in einem eigenen Universum. In einem, ja, das kommt nämlich hinzu. Du hast das Weiche und das Floatende und das stimmt alles. Aber der Witz ist ja, drumherum ist ja eine so feste Schale. Und im Gegensatz zu den anderen Teilen, ja, wo es einen Austausch, ein Fließen gibt, ne, ist hier oben kaum etwas möglich. Es ist wie eine Endstation. Ich habe das oft in meinen Blicken beschrieben. Ich habe oft darüber gesprochen. Ich habe es so als Bild, ja, hatte ich irgendwie, wie wenn wir, da wäre der Fluss, ja. Ja. Und wir wären irgendwie in einer Relaisstation hier gekapert worden und sind jetzt hier gefangen. Und das kann man ja auch als Kopf sehen. Das wird richtig spannend, weil jetzt ploppt bei mir die ganze hermetische, also jetzt, wenn wir bei den Planetenkräften bleiben, ist erstmal zu sagen, dass der Mond immer mit der 2 zu tun hat. Also so, wenn die Sonne die 1 ist, dann ist der Mond die 2. Obwohl natürlich trotzdem jetzt, wenn wir hermetisch betrachten können, der Mond zuerst ist, dass eigentlich aus dem Mond die Sonne erscheint und dann kommt der Mond wieder als zweites. Aber das ist vielleicht nicht hilfeführend gerade jetzt. Ich fand es toll, diese Beziehung. Wir haben ja auch zwei Gehirnhälften. Aber wenn wir über Mond sprechen, dann ist irgendwo immer auch das Thema Saturn da, weil die beiden gehen immer miteinander. Das sind sozusagen wie die beiden Extreme. Und im Kopf ist es ja ganz offensichtlich, dass es diese harte Nuss, diese harte Schale, dieses Knöcherne ist. Und wie du sagst, Saturn hat immer mit Hemmung zu tun, hat immer auch was mit Todesprozessen, mit Sterben zu tun, hat etwas mit genau damit zu tun, dass diese Begegnung irgendwie stattfindet, dass etwas nicht weitergeht. Aber wenn etwas nicht weitergeht, dann geht es auch weiter nur anders. Es geht nicht linear weiter, sondern es muss wie ein Sprung machen oder wie eine Zäsur dort sein. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Ich glaube, es war Rudolf Steiner. Ich habe einmal mit dem Carsten eine Sendung gemacht und da habe ich den Rudolf Steiner in Bezug auf den Kopf reingenommen. Beziehungsweise, man darf es ja nicht, der Kopf ist ja unterteilt. Du hast es ja schon richtig gesagt. Wir haben natürlich die Unterteilung in rechte und linke Gehirnhälfte mit dem Callus callosum dazwischen. Und außerdem haben wir natürlich hier oben die beiden Gehirnlappen.
Über die haben wir letztes Mal schon gesprochen, ne? Und der Gut. Rudolf Steiner, glaube ich, bezieht sich eher auf die Gehirnlappen, ja, auf das, was ja die heilige Kuh ist, ne? Was ja das Totem ist, das wir anbeten im wahrsten Sinne, weil er redet eher von einem Leichnam des Denkens, die toten Gedanken, das ist der Leichnam, dass das Gehirn sozusagen, so hat, ich glaube, er hat es so beschrieben, Ablagerung von alten, toten Gedanken. Und die Frage, ja, ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon, ob überhaupt das Gehirn Gedanken hervorbringen kann, wo der Geist entsteht, die Imagination, Imago, die Bilder. Aber, weil wir schon bei Bilder sind, das ist ja auch das Spannende. Das Gehirn ist ja in jeder Hinsicht völlig anders als alles andere, ne? Es findet kein Stoffwechsel statt. Es ist die Blut-Hirn-Schranke. Es ist Ja. wirklich isoliert, so wie ich das hier ja auch jetzt, ne? Wie so eine Relaisstation. Und alles ist wie in so einem Endlager. Und es geht, und es ist auch, ja, ich fand das lustig. Ich glaube, es war Walter Bühler, der das beschrieben hat. Ich glaube, er war es. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es wie eine Schlange ist, die irgendwie mit ihren Augen da so rausstiert, ja. Also, dass eigentlich das einzige Bewegliche dieser Augapfel ist und, also, natürlich die hier, ne. Aber, dass wir immer nur schauen, 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 wie so eine Schlange fixiert, ja. Und wir empfangen aber Bilder. Und das finde ich, Genau, und wo da kommen die drinnen Bilder sind Bilder, her? Bilder, Bilder. Ja, aber das ist so interessant, weil letztes Mal hatte ich kurz erwähnt, dieses Zitat, das mir so zentral ist, weil ich es erlebe, das Herz ist wie die Sonne und dann ist es wie von der Sonne strahlt es hoch, wie hier zum Hirn. Es wird reflektiert und das ist ja, was der Mond tut. Der Mond reflektiert das Licht der Sonne und dann wird es aber wieder zurückgestrahlt. Das heißt, es gibt mir die Möglichkeit, etwas kühl zu betrachten, kühlen Kopf zu bewahren, während eben hier das volle Leben, sozusagen das komplette, hier in meinem Herzen ist ja mein Denken, mein Fühlen und Handeln eins. Es findet gleichzeitig statt. Es hat gar keine Zeit dazwischen. Aber in dem Moment, in dem diese paar Zentimeter Weg zurückgelegt werden, wie auch immer, ist es die Möglichkeit, dass ich nachdenke, dass ich reflektiere und dass ich die Dinge anders betrachte. Aber die Bilder sollten immer vom Herzen kommen, weil wenn die Bilder hier selbst sich verdrehen und dann werden sie wirklichkeitsfremd und naturfremd, weil ja hier der Äther sitzt im Herzen, also bildlich gesprochen auch der Weltenbaum, das Zentrum des Universums von allem. Es ist da, wo ja das obere, untere, das innere, das äußere zusammenkommt. Alles findet ja hier statt. Hier ist ja wie die Quintessenz. Das bedeutet, dass hier die naturgemäßen, die wirklichkeitsgemäßen Bilder kommen, als seelenhafte Bilder, die mehr sagen als tausend Worte. Und diese kann ich dann reflektieren, aber nichts Neues daraus gestalten, nicht da irgendwo mich verlieren, sondern wieder mein Denken naturgemäß zurückführen in meine Handlungen. Das ist so das, wie ich das jetzt darstellen würde. Das ist interessant, weil jetzt habe ich, warte mal, ich schaue gerade, ob ich die, ich habe gestern eine Sendung gemacht mit dem Christoph. Ja, doch, da habe ich es. Ist zwar ein Gekritzel, aber ist ja wurscht. Ich will es nämlich jetzt nicht alles wiederholen, weil da kann man ja auch die Sendung, die ich gestern mit dem Christoph gemacht habe, aber nur so ganz kurz. Wenn das wir sind, wenn das unser inneres Universum ist, hier ist unser Zentrum, hier ist linke und rechte Gehirnhälfte und das Sehzentrum natürlich, was das Ganze erst auf den Kopf stellen muss und so weiter. Ja, also das sind wir. So, und das ist die Matrixwelt außen, wie wir es jetzt immer bezeichnen wollen. Ja, also die Welt da draußen, also das platonische Höhlengleichnis, die Bilder. So, und die kommen ja jetzt, diese Bilder von außen. Also hier haben wir nicht unser Zentrum, sondern hier haben wir das künstliche Zentrum, also die Spiegelung von unserem Zentrum. Das hier ist alles, was mit Institutionen, Politik, der Papst und die Religionen und die Institutionen, die uns erziehen und so weiter, das ist alles hier von außen. Also die Autorität von außen statt von innen, das äußere Zentrum statt das innere Zentrum. Und von da wird permanent in uns reingespielt. Bilder, Filme, Musik und ich weiß nicht was. Also die ganzen Reize, die in unsere Sinne hineingeprojiziert werden. Und was du jetzt beschreibst, das habe ich gestern in der Sendung mit Michael nämlich auch kurz, was es braucht, ist, dass wir das quasi wegklappen. Na, das ist ja das, was man dann allgemein als Meditation bezeichnet, wobei ich das eigentlich als natürliches Sein, deswegen meditiere ich Genau, nicht mehr. natürliches Sein, Es ist natürlich. natürliches Sein, genau. Ja. Und dann ist das Außen weg und dann passiert das, was du jetzt gerade beschreibst, dass die äußeren Bilder sind weggefallen und wir konzentrieren uns. Hier ist die Mitte und dann kommen aus dem Herzen, wie du sagst, na, dann die inneren Bilder. Das wäre dann das Herz. Es ist So. so spannend, wie du das jetzt auch dadurch nochmal vorzeigst, weil mir kommt,
Es ist so einfach, wenn wir denken, wie wir entstehen, wirklich nochmal hingehen, auch auf Spermien, Eizelle, und dann entsteht so ein Lebewesen. Und es gibt irgendwie diesen Moment, wo etwas rhythmisch ergriffen wird, und das ist so wie der springende Punkt. Und es ist eigentlich schon unser Herz. Und unser Herz ist für mich Wahrnehmungsorgan. Mein Wahrnehmungsorgan ist mein Herz, weil es eben das Äußere, die äußeren Bilder und die inneren Bilder, mein Empfinden, alles wahrnehmen kann, das obere, das untere, alles. Das heißt, auch durch die Bilder, durch die Fenster der Seele, also was ich sehe außen in der Welt, nehme ich ja auch, kommen durch die Fenster meiner Seele, durch die Augen hinein, aber sie erreichen mich primär in meinem Herzen. Und alles, was ich höre, erreicht mich ja primär in meiner Mitte, in meinem Zentrum. Und das Schöne ist ja, dass das Herz das Wahre vom Unwahren unterscheiden kann. Ich habe ja diese Fähigkeit in mir, das Stimmende vom Nichtstimmenden, das Wahre vom Unwahreren vielleicht zu unterscheiden. Und diese Fähigkeit ermöglicht mir, wenn ich sozusagen hier zentriert bin, dass ich nur das aufnehme, was wirklich von Herzen kommt, und nur das wieder rausgebe, was wirklich von Herzen kommt. Alles andere hat ja gar keine Realität und gar keine Wirklichkeit. Das andere brauche ich ja nicht mal bekämpfen, weil es gar nicht wirklich ist. Weil es nicht wirklich im Sein ist, sondern weil es Schein ist und nicht Sein. Also das finde ich hochspannend jetzt, dass wir da, wie wir da jetzt hingekommen sind, keine Ahnung. Das ist natürlich, was Saint-Exupéry sagt. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Ja, Ich meine, nicht umsonst, stimmt. ja, und Das nicht ist was umsonst anderes. heißt ja, mein Format heißt ja Katharines Blick. Und das ist schon bewusst gewählt, weil, weißt du, Christoph, ich denke, ich habe gerade überlegt, müssen wir das ausblenden, um wieder gut zu sehen? In meinem Fall war es der Fall. Also ich musste 2 Jahre lang quasi das hier wegklappen und hier isolieren, ne? Also mich zurückziehen, das ist ja die Verpuppung auch, ne? Wenn wir jetzt von der Raupe Schmetterling, das kann lang dauern, bei mir waren es 2 Jahre, wo ich mich nur auf meine innere Welt konzentriert habe. Und dann, und das finde ich den spannenden Moment, habe ich gemerkt, ich bin wieder nach draußen gegangen, ich habe mich der äußeren Welt wieder zugewendet, aber mit einem völlig anderen Blick, denn dann siehst du nicht mehr mit dem projizierten Blick, sondern du siehst, wie du das ganz richtig beschreibst, aus deinem Zentrum heraus. Das heißt, also ich würde nicht sagen, dass wir uns nicht mehr mit der, also jetzt merke ich zum Beispiel, ich kann auch sogar wieder geopolitische Sendungen mir anhören, weil ich, das eine rauscht durch, wie du hören, ne, das eine rauscht durch und nur was hängen bleibt, ist nur was wirklich wahrhaftig ist und alles andere rauscht durch. Oder es ist ein Stolperstein, das merke ich auch. Manchmal, also ich höre etwas und dann sagt ihr mir was, nee, also wirklich nicht. Und dann gehe ich mit dem Yoshi spazieren und dann kommt eine neue Sendung daraus, weil ich denke, nee, so ist das nicht. Ja, wie ist es denn wirklich? Weißt du, was ich meine? So ein Ja, Stolperstein. unbedingt, unbedingt. Das ist ganz wichtig, auch diese wie eine Art von Anregung, oder? Weil deswegen in dem Sinne gibt es ja nichts Böses, nichts Schlechtes, nichts Gutes, nichts Böses, sondern etwas, was jemand kann ja zum Beispiel richtig eine schlechte Intention haben, vielleicht oder irgendwie, aber es kann für jemand anderen die Inspiration sein, etwas Gutes zu tun, obwohl es von dem anderen nicht mal intendiert war. Dass es was Gutes bewirkt, hat es trotzdem was Gutes bewirkt. Weißt du, ich meine? Oder es geht irgendwas, jemand macht es und sagt, ah, es ist doch total daneben gegangen. Aber für mich kann es die Inspiration zu sein, mich auch zu trauen, etwas zu probieren. Also es ist so wie, das ist hochspannend, weil jetzt sprechen wir tatsächlich von dieser Spiegelung. Mein Gefühl war, dass irgendwie dieses Wegklappen nicht braucht, sondern dass das Bild ganz ist. Also mein Gefühl war, so wie du das Bild zeigst, ist es wirklich ganz und vollständig. Und jetzt merke ich natürlich, dass hier wieder die 2 drin ist. Wieder die Spiegelung, links, rechts, oben, Das ist die unten, Vierer. Das sind sogar außen. die Vier. Ja, innen, außen, aber meine Realität und die Wirklichkeit, in der ich lebe. Und jetzt gibt's, ich glaube, das Problem entsteht doch nur, wenn ich mein Zentrum vergesse und dann, also Problem, und mein Zentrum denke, dass es dort ist. Wenn ich aber das Zentrum dort sehe als ein Spiegel, und dann kann ich mich fragen, nährt es mich? Gibt es mir was? Möchte ich das sehen? Möchte ich das hören? Und dass ich praktisch ganz meiner Seele treu bin, wie man sagen könnte. Weil die Seele, die spürt immer, wo bringt sie mich hin? Mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Mit wem möchte ich sprechen? Wo möchte ich sein? Möchte ich jetzt im Garten sein? Möchte ich jetzt hier sein mit dir? Also, das ist ja immer so, die Seele
ist so wie ein, ist auch wieder ein Wort, aber es ist wie etwas, was mir, bin ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit und tue ich die richtigen Dinge? Und das ist für mich zentral wichtig, absolut zentral. Das nenne ich meine Intuition, dass ich sage, ich gehe in allem nach meiner Intuition. Komisch, mir kommt gerade, und das ist so typisch, es entwickelt sich alles in eine völlig andere Richtung. Ich habe hier irgendwelche Notizen und so, und da finde ich, dann wird es immer interessant, wenn man sich völlig entfernt und dann kommen neue, völlig neue in Gang. Also pass auf, ich habe kurz bevor wir uns, ich habe dir erzählt, es gibt zwei Bücher von Walter Bühler, den finde ich ja ganz interessant, der Steiner eigentlich weitergeführt hat, kann man sagen. Und da gibt es auch dieses Buch, ich weiß nicht, ob Ah, du das drum kennst. kannte ich den Namen, dieses Buch. Das Pentagramm und der goldene Schnitt als Schöpfungsprinzip. Es ist wie oft bei denen, also Valentin Thunberg auch, die sind so unglaublich vergeistigt, dass es nicht leicht ist, es zu lesen. Aber ich suche mir da immer so Nuggets, ne? Oder nein, die Nuggets kommen zu mir und dann wird was angestoßen. Und bei dem Kapitel, ja, was ich sehr interessant finde, die Weltenseele am Kreuz des Weltenleibes, da geht es um die Vierheit eigentlich. Und ein Aspekt von dem Ganzen ist der Mensch als aufrechtes Wesen. Es ist ja so, ich meine, einerseits, ich sehe es als zweifach. Einerseits haben wir uns als Träger, also als Körperträger, haben wir uns, denke ich, schon evolutionär entwickelt, aus dem Plankton oder wie auch immer. Und der Geist ist das, was sich damit vereint. Die geistige Ebene muss sich überhaupt nicht entwickeln, die ist perfekt, die ist, na, die ist bereits Ja. alles, ne? Die muss nichts Ja. erst lernen. Aber wir als Wesen, nehmen wir mal an, in der Evolution, wenn wir davon ausgehen, dass wir also tatsächlich aus dem Meer kommen, ne? Und dass wir da irgendwie so ja, reines Plankton waren oder wie auch immer, und dann irgendwie diese Kalbskelett tragenden Fische und diesen gewaltigen Schritt auf das feste Land gemacht haben und da gelernt haben, uns aufzurichten, ne? Und da brauchen wir die Kreuzigung der Weltenseele. Das ist ja die Kreuzigung der Weltenseele, ne? Dass wir überhaupt aufrecht stehen können, ne? Dafür braucht es, da wären wir wieder, ne? Genau. Und was du beschreibst, die Intuition, darüber habe ich mal eine Sendung mit Oliver und Nancy gemacht, dass die Intuition bereits, also ich bin überzeugt, sie haben es verdreht. Sie haben die Intuition haben sie uns als etwas vermittelt, was wir erst lernen müssen. Und der furchtbare Mensch, der irgendwie ganz gewalttätig ist, also der Darwin'sche Affe quasi, den haben sie reinprojiziert. So ist meine Überzeugung. Also die Intuition ist in uns. Und woher kommt sie? Sie kommt aus dem Wasser. Sie kommt, als wir noch, wie hast du es genannt, das Wort Molleskul, nein, es war nicht Molleskul. Wie hast du das mit dem Hirn? Was war das Wort? Mollusk? Nein, es war ein Wort. Dieses weiche, schleimige. Ja, wie heißt das? Ich hatte, nein, kollodial hatte ich gesagt, oder? Ach, Kolodi. Was ich meinte, ist nur, dass es ja im Gehirnwasser schwimmt und dass es nicht auf der Erde aufsitzt, sondern wie die Mistel am Baum hängt zwischen Himmel und Erde. Genau, und ich hatte das Bild von dem Wasserwesen. Das ist ja rein intuitiv, ne? Da spürst du ja wie die Qualle, ne? Qualle, Qualität, Alle. Qualia. Ja, Ja. also du spürst es nur so, oh, ne? Und du hast überhaupt keine Struktur, du kannst dich an nichts, dafür braucht es diese Vierheit, ne? Das Skelett, was dann erst kommt, da sind wir wieder beim Saturn, gell? Das Genau, Skelett, was vier ist uns. immer die Zahl für Saturn. Und das Genau, was. Kreuz ist das Symbol für Saturn und für die Materie. Genau, und ich denke, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir immer hinten nachhinken, weißt du, vielleicht, also ein Teil von uns ist immer noch im Meer und ein Teil hat vielleicht auch noch nicht wirklich seine eigene Standhaftigkeit, ja, seinen eigenen Standpunkt. Weil was wir machen, das finde ich wirklich interessant, diese ganzen Sturen, die irgendwelchen Dogmen folgen, ne, die Ja. haben ihre Standhaftigkeit hier abgegeben an äußere Institutionen, an das sollst du machen, das nicht auch die 10 Gebote ist, nichts anderes als von hier, von außen rein projiziert, ne? Statt dem eigenen Standpunkt, der nur aus einer Beweglichkeit, denn wir würden ja nicht stehen können, wenn unsere Wirbelsäule nicht, die ist nicht nur fest, ne? Na. Ist auch beweglich. Und das kommt von hier. Und ich denke, wir gehen jetzt auf eine neue Evolution. Also für mich ist das klar, dass wir jetzt in eine geistige Evolution gehen, also in eine andere Dimension, wo wir, der Standpunkt ist sozusagen,
Das ist eine Conditio sine qua non. Also sprich, das ist was, das brauchen wir, aber das ist nichts, da bleiben wir nicht, da ruhen wir uns nicht drauf aus, sondern den Standpunkt haben wir. Und das ermächtigt uns, dass wir so souverän sind, dass wir uns den Gedanken und dem Äther, jetzt waren wir beim Äther, dem Äther hingeben können. Weil wir müssen nicht ständig unseren Standpunkt verteidigen und irgendwie wie so ein kleines Kind auf unserem Recht pochen. Weil wenn wir es haben, dann brauchen wir es nicht ewig zu verteidigen. Also es ist großartig. Jetzt sind mir drei Dinge jetzt dabei gekommen. Der erste ganz banal, dieses Bild der Qualle und dem Gehirn, diese Aufhängung, dieses Schwebende und dass für unsere Gehirnentwicklung die Meeresfrüchte und die Nahrung aus dem Meer so elementar wichtig ist. Immer war. Also dieses erstmal eine große Bestätigung, oder? Ganz klar. Dann das zweite, das mir gekommen ist, ist nochmal das Bild, dass unser Gehirn eben plastisch sein möchte, unser Denken beweglich sein möchte und dass wenn wir jetzt die Starre des Gehirnschädels in die Gedanken nehmen, ist vielleicht nicht so ganz das Wahre. Weißt du, wie ich meine? Der Schädel ist schon hart. Was sollen wir jetzt auch noch dogmatisch sein? Ich sage immer, das Einzige, was ich nicht bin, ist dogmatisch. Ich kann vieles sein, aber dogmatisch ist irgendwie, das geht, das passt nicht. Ja? Also so dieses Kreuz. Und zum anderen kommt mir jetzt noch das Bild, dass diese Bilder, von denen wir sprechen, auch der Titel von dem Walter Bühler, das du mir vor unserem Gespräch gezeigt hattest, die Seele und der Leib, dass das Leib als Instrument der Seele, und das ist so, so zentral, wenn wir spagyrisch praktisch arbeiten, dann sind es keine Theorien oder Überlegungen, sondern das sind konkrete Prozesse. Das sind zum Beispiel die Prozesse, wenn man im Pflanzenreich arbeitet, dann hat man ja auch immer Seele, Geist und Körper. Der Körper der Pflanze ist die Struktur des Gerüst, das durch das Feuer am Schluss zu einem Pflanzensalz wird. Und ein Salz ist ein unsterbliches Wesen, das, wo die Erde durchlichtet und transparent geworden ist. Die Seele, was ist die Seele der Pflanze? Das ist die Qualitas, wie du gesagt hast, die Qualität. Das ist das, wenn ich vorbeikomme an deiner Nase und du hast nichts gesehen, nichts gehört, nichts, aber du riechst, oh, Lavendel. Da kommt das Wesen vorbei. Das sind die ätherischen Öle. Die Öle sind das seelische Prinzip. Deswegen sagt man Balsam für die Seele. Wenn jetzt diese Öle mit dem Salz zusammenkommen, das nennt man imbibieren, also auf den Leib der Pflanze, der gereinigte Leib der Pflanze, komme ich mit den Ölen, die ich aus der Pflanze destilliert habe. Das Salz des Lavendels mit dem Öl des Lavendels. Und es kommt zusammen. Und es ist wie, wenn die Seele in den Leib kommt, der gereinigt ist. Und es ist so wie eine Verbindung. Und dadurch entsteht, es ist wie, wenn wir unsere trockene Haut einölen. Es kommt so dieses Bewusstsein in den Körper, können wir sagen. Und jetzt das Einzige, was noch fehlt, ist Merkur, die Lebendigkeit. Die kommt dann über den Alkohol, der durch die Vergärung noch dazu imbibiert wird. Und dann haben wir alle drei wieder als ein Band. Seele, Körper und Geist. Und der Geist, und das ist das, je nachdem, welche Begriffe wir nehmen, die Alchemisten sagen ja Sulfur, Merkur und Sal, damit es nicht so sehr missverständlich ist. Weil wer hat mit dir über Seele gesprochen? Was meinte dieser Mensch, deine Eltern, der Pfarrer, die Lehrer? Meine ich überhaupt das, wenn ich Seele sage, was du meinst? Und bei Geist ist es genau dasselbe. Deswegen sind diese Begriffe mit Sulfur, Merkur und Sal Bilder, die einfach die ganze Welt in drei Prinzipien versuchen zu beschreiben, wenn man sich erinnert, dass trotzdem alles natürlich eins ist. Das heißt, ich bin eins, obwohl ich diesen körperlichen Aspekt habe, dass ich nicht durch Wände gehen kann. Dieser Geist, der alles begreifen kann im Prinzip, also der ganz weit ist, der einen Anteil hat an dem Weltengeist. Und die Seele, das, was ich vorhin gesprochen habe, wo ich merke, was für den Christoph richtig ist oder was für die Katharin Christ richtig ist, ist nicht unbedingt richtig für den Christoph. Und was für mich jetzt dran ist, ist nicht unbedingt dran für jemand anderen. Also dieses individuelle, die individuelle Farbe, der eigene Geschmack und Geruch, die Qualität, diese bisschen. Das sind diese Dinge, die gekommen sind durch dein Zuhören. Die Qualität, denke ich, also das ist was Wichtiges. Die Qualia. Quale, Quali. das geht ja, glaube ich, auf Aristoteles zurück. Gell? Also ach, wir haben, warte mal, da war da jetzt aber so viel, weil du bist dann weitergegangen und ich hatte noch Ja. gedacht, warte mal, weil du hast über das fixe, dogmatische gesprochen. Ich Ja. denke, und es gibt ja viele, die sagen, oh, das Gehirn ist das Problem oder der Kopf ist das Problem oder sei nicht so im Kopf oder so. Und ich denke, was sie machen, ist, dass sie verwechseln, was ich ja gerade beschrieben habe, nämlich, dass wir ja hier nur von diesen
Das ist das, die linke und die rechte Gehirnhälfte, also sprich der Neokortex, also das, was als letztes dazugekommen ist, was sozusagen in der Genesis, also in der Evolution als letztes dazugekommen ist, das ist das, wo Rudolf Steiner dazu sagt, das ist sklerotisch, es ist verkalkt, es ist, was tut mit dogmatisch, das sind diese Gehirnhälften, wo das sozusagen wie ein Aufsatz ist, ne? Also einfach wie so Schalen oben drüber. Und wir haben ja letztes Mal schon gesprochen, ich will da jetzt gar nicht so nahe dran drauf eingehen, weil das ist jetzt nicht unsere Sendung, aber das sind die 3% graue Gehirnsubstanz und unten drunter haben wir ja die weiße Substanz, die du ja schon erwähnt hast, die 97% ausmacht. Und die ist ja, wie hast du es, kolloidal genannt? Das ist die Qualia, ne? Weil das ist undefiniert, das kommt wahrscheinlich aus dem Meer, schätze ich, diese 97% weiße Substanz. Und von der weißen Substanz wissen wir ja erstens, dass nur dort Gehirnzellen sind, also diese Nerven sind nur in der weißen Substanz. Die gibt es hier nicht. Also das ist tatsächlich tot. Das müssen wir uns mal, also So alle unglaublich, also es ist so unglaublich, wenn ich das dazufügen darf, in meinem hermetischen Sinn, also erstmals sprichst du von Kalken, das sagt mir natürlich ganz viel. Einerseits sind Kalke mondenhaft, aber sie fallen schon ins Tote, das heißt, sie haben schon wieder mit Saturn zu tun, weil sie auch mineralisch sind. Jetzt sprichst du über die Farbe. Weiß ist Mond, aber grau ist immer Saturn. Und sie sind sklerotisch und sie sind tot. Also es ist plötzlich ganz deutlich, was da eigentlich los ist. Und es geht nicht um gut oder schlecht, sondern es geht darum, die Qualitäten zu erkennen und zu beschreiben. Und mit den Qualitäten so umzugehen, dass etwas entsteht, was Herz hat, was Sonne hat, was Mitte hat. Und natürlich kann auch Mond und Saturn so zusammenkommen, dass eine Mitte entsteht. Also wie praktisch stell dir vor, das Bild von einem ganz alten Menschen, ganz knochig, ganz alt, der alte Greis, wenn der jetzt ein Neugeborenes in den Arm trägt, da kann mir das Herz aufgehen. Weil dann die Sonne wieder da ist. Weil das Neugeborene, das Baby ist Mond und der alte Mensch ist Saturn. Und der hat so eine Freude dran an diesem Baby, dass wir plötzlich kommt, das Neue mit dem ganz Alten kommt zusammen und es entsteht die Mitte neu. Und dadurch entsteht das Gold und das Herz und die Sonne. Aber ich wollte erst mal zuhören. Das ist genau das, was ich hier eigentlich meine. Weil jetzt stell dir mal vor, das ist der alte Mann, der sklerotische alte Mann, Ja. der fixe, der hat hier hat er fixe Vorstellungen und fixe Ratio und wie auch immer. Und auf der anderen Seite hat er die ganzen Emotionen, die auch fixiert sind. Die sind fixiert, die alten Traumata, die alten Emotionen sind fixiert. Also das ist etwas Fixiertes. Und hier ist die Qualia, diese weiße Gehirnsubstanz, die ja das Nervensystem, ne, und das geht überall rein, das fließt überall rein, bis zu unseren Beinen, Leib, also da haben wir alles. Ne? Und das ist die Qualia. Und die Qualia heißt ja nichts anderes, Qualität ist die Beschaffenheit, wie etwas beschaffen ist. Das heißt also, etwas, aus dem etwas besteht. Ein Merkmal, eine Eigenschaft, ein Zustand, aber etwas, was lebendig ist, was geistig ist. Und deswegen denke ich, dass das entspricht, wenn wir sagen, der Äther entspricht der Qualia. Und ich würde jetzt einfach mal die Theorie aufstellen, Äther, Qualia und weiße Substanz sind miteinander verbunden. Vielleicht auch der Liquor natürlich, weil der geht ja hier durch. Und dann vielleicht auch noch Prana und so weiter, Chi, Prana. Ne? Also das gehört alles zusammen, denke ich. Und was du jetzt beschreibst, nehmen wir an, das wäre der alte Mann und das wäre das Baby, weil das ist, was wir aus dem Meer mitbringen, wo alles noch so, da gibt es ein Wort, Ja, Molluskel. es ist interessant, Mollusken, also Mollusken Mollusken, ja, Mollusken, genau. sind Schnecken, das ist sozusagen die gehören alle zu den Mollusken, zu den Weichtieren, können wir sagen. Mollusken sind Genau. Weichtiere. Ja. Ja. Genau, und jetzt stell dir vor, der alte Mann hat das Baby im Arm, das ist doch nichts anderes, als wenn wir von der Qualität, natürlich hat das auch mit dem Herzen zu tun, von der Qualität durchdrungen sind, und das dann auch hier das auflöst und somit hier wieder atmen kann. Und weißt du, die immer sagen, ja, unser Gehirn brauchen wir nicht, weil wie können wir hier kommunizieren, du und ich, indem sich die Qualia ausdrückt, aber die Qualia kann sich nicht ausdrücken. Sie braucht zum Ausdrücken, braucht sie unser Gehirn und braucht unseren Verstand und sie Ja. braucht den Mund ne? Und die Also Ohren. wir alle Ebenen wieder. Wir brauchen die Physis der Zunge und der Zähne, aber wir Genau. brauchen auch das, was sich über das Luftelement ausdrückt. Ich möchte vielleicht erstmal kurz dabei bleiben, was du jetzt gezeigt hast, weil es so spannend ist, einmal auch zu erlauben, einfach mitzunotieren. Ja, einmal Saturn, hier das Fixe, Sklerotische, das Harte, die Schale, das Graue. Dann einmal natürlich der Mond als das Flüchtige, Subtile.
Das nicht, hier ist ja auch Schwere drin und Schwerkraft, während hier ist man noch ganz in dem aufgehängten Weiß, Weich, Liquor, Flüssigkeit, Meer, Mollusken. Und es ist super spannend, einfach auch jetzt da mal mit zu notieren und zu merken, weil entsteht ja auch das Bild zum Beispiel der Weinbergschnecke. Oder es gibt ja auch immer die harte Schale, das Kalkige und drinnen aber wieder diese sehr weiche, dieses weiche Lebendige. Und es gehört irgendwie zusammen. Übrigens unglaublich, einmal zu erleben, was für große Regenerationskräfte so eine Weinbergschnecke hat. Das ist unfassbar. Das habe ich jetzt mehrfach in meinem Leben schon erfahren dürfen. Es gibt ein Buch, das eine Frau, ich glaube Bailey heißt sie so, irgendwie die Entdeckung der Langsamkeit oder die Entdecke der Schnecke. So wunderschön, also ein Erlebnisbericht von einer Frau, die im Krankenhaus war, einen Blumenstrauß bekommen hat. Es fällt mir jetzt nur gerade so ein, weil ich es sehr genossen habe. Als Gymnasiallehrer habe ich das als Vorbereitung für das Thema der Schnecken gelesen. Das war großartig. Und sie hat dann über Monate, weil sie war ins Bett gefesselt, diese Schnecken und diese Schnecke hat dann Kinder bekommen. Also sie hat richtig sich in das Leben der Mollusken eingefühlt und hat da sehr viel gelernt. Viele Arten von heilsamem Schleim und so weiter. Aber wenn wir nun mal dabei bleiben, Mond hat immer mit dem Thema der Regeneration zu tun. Also diese Fähigkeit, sich immer wieder zu regenerieren. Also das ist so dieser eine Aspekt. Und wir brauchen ja beide Aspekte. Und nochmal, jetzt komme ich nochmal auf ein bisschen was anderes zurück. Warte mal, merkst du dir Ja. das? Merk dir bitte, wo Ja. du jetzt weitermachen willst. Ich wollte nur auf das eingehen, was Ja, du über die mache ich Frau mit gerne. den, Geht was gerne. du, ja, merkst dir, sonst notierst du nicht, Gerne. dass du es vergisst. Nur das, was du jetzt gerade erzählt hast mit der Frau, ich denke, da geht's lang. Ich habe nicht umsonst meinen letzten Blick habe ich über meinen Garten gemacht. Da habe ich übrigens etwas von dir aufgegriffen. Ich kann es gar nicht mehr unterscheiden. Also ich habe den Garten als Lebensraum und du hattest irgendwie das Laboratorium, ne? Ja, genau, das war der an. Das war so. Und dann habe ich über diese Entschleunigung, ja, und wie lange man es aushält, ja, einfach nur da zu sein oder da zu sitzen und das Chaos anzuschauen und nichts zu tun, solange der Impuls nicht da ist. Und das meiste passiert aber in dieser Zeit. Ob ans Bett gefesselt oder wie auch immer, aber da passiert das meiste, weil da gärt ja das Ganze. Also nicht gärt, das ist das falsche Wort. Da entsteht das Ganze. Aber wie der Bilder, der Mond, der Reflekt, der aufnimmt, weil die, was ist die Qualität des Mondes aufzunehmen? Genau, und das kannst du natürlich hier wieder verbinden, weil hier, ich bin immer zur Seiten verkehrt. Hier ist rechts und hier ist links, gell? Ich tue mir da immer so schwer. Also die rechte Gehirnhälfte, die geht nach innen. Das ist links ist, also für mich ist also der Emotionalkörper, die rechte Gehirnhälfte geht nach innen, geht in den Körper, geht in die Verlangsamung, geht nach hinten in den Körper zurück. Und auch eher in die Vergangenheit, in diese Nostalgie, in die alten Wunden, in die alten Schmerzen. Also geht tendenziell nach hinten und nach innen, die rechte Gehirnhälfte, und wird immer langsamer, ja. Also du kannst auch bei Menschen beobachten, manche in der Krise werden langsamer und die in der linken Gehirnhälfte sind, linke Gehirnhälfte geht nach vorwärts, das ist das lineare, zielgerichtete, geht extrovertiert nach draußen und ist immer auf Zweck, auf was daraus entsteht, auf und so weiter, ne? Aggressiv natürlich, wohingegen das defensiv ist. Und das wollte ich nur noch sagen, weil Die die Feuer- mir und die Wasserseite oder die Mond- und die genau. Sonnenseite. Ja. Genau, und die ist vollkommen, in unserer Welt hat die bis jetzt überhaupt keine Chance gehabt, die ganze rechte Gehirnhälfte. Ne? Aber das ist schön, dass du. Außer bei uns Musikern und Künstlern und so weiter. Genau, das nur zu dem Buch, was du erzählt hast. So, und wohin wolltest du jetzt? Hast du das Ah, hoffentlich noch nein, also parat? das ist ganz einfach, es ist ganz leicht zu jonglieren und es geht nichts verloren. Es sind so nochmal zu spüren für mich, ich hatte gesprochen von der Herzwahrnehmung, die primär ist und hatte kurz beschrieben, wie die eigentlich schon ganz früh entsteht, schon bevor wir den Mutterleib verlassen, dass wir da alles wahrnehmen können in diesem Herzen. Und jetzt kommt ja viel später, wenn wir geboren werden, eigentlich dieser erste Schrei oder das Atmen mit der Lunge dazu, wenn wir beim Menschen bleiben. Abnabeln, das Ja, Abnabeln. Mhm. auch diese Trennung. Aber vor allem dann die Kommunikation, die über die Luft geht, über die Worte, über die gesprochenen Worte. Das scheint mir so wesentlich, dass ich genau das auch mit Intuition meine, dass wir auf eine Ebene kommen können, auf der wir permanent ja eigentlich schon sind. Es gibt die Herzkommunikation, die immer stattfindet, ob wir wollen oder nicht. Die ist immer aufrichtig und immer ehrlich. Und dann gibt es so wie darüber gelagert im Luftelement die Kommunikation. Und wenn die beiden natürlich übereinstimmen, dann fühlt man sich wohl, weil dann merkt man, es wird wahr gesprochen. Weil manchmal kann ja sein, dass du praktisch über die Luft eine Information bekommst, aber dein Herz
nimmt vielleicht genau gegenteilig was wahr. Weißt du, was ich meine? Und einfach, ich wollte darauf nochmal hinweisen, dass es hier eine ganz klare Abfolge gibt. Dies primär, die findet immer statt, auch wenn wir schweigen, findet diese Herzwahrnehmung statt. Und die mit der Luft, mit Merkur, ist eigentlich erst sekundär. Und dann kommen wir so zu diesem Thema, was bedeutet eigentlich der Geist und der Verstand und welche Funktion hat der? Und mir ist es so deutlich, dass ich bin der Meister oder mein Herz ist die Mitte und mein Verstand, mein Geist, all die Fähigkeiten, mich zu bewegen, Klavier zu spielen, Auto zu fahren, mit dir ein Gespräch zu führen, zuzuhören, all diese Fähigkeiten sollen dienen. Sie sollen wie die Schnittstelle zu unserem Körper sein. Und da sind wir auch wieder bei dem Buch. Mein Leib möchte hier Instrument sein für meine Seele, wenn ich das so ausdrücken darf. Mein Geist, mein Gemüt möchte Instrument sein, sodass ich meine Seele hier auch ausdrücken kann. Beides sind also Instrumente, der Geist und der Körper, für das, was ich eigentlich bin. Und dieses eigentlich könnte ich jetzt mal in dem Fall als Seele bezeichnen, als individuelle Seele. Aha, okay, warte mal, jetzt komme ich auf deine Zeichnung zurück. Ja. Weil im Grunde genommen, wir reden hier, das ist der Leib. Ja. So, und du hast selber gesagt, der Leib ist die Seele. Sag mal, Leib schreibt man mit AI, Leib, ein Leibbrot. Ein Leibbrot, wunderschönes Wort. Also Ja, aber wir in schreiben es Deutsch mit schreibt man es AI, mit gell? E, mit E. Wie, der Leib ist mit E? Dave, Dave, ja, es ist so wie, das ist ein ganz altes Wort. Okay, ja, genau, Und Leibeskräfte, ja, du hast recht. es hat Okay, auch also was du hast mit gesagt, der. Leichnam, hat es auch mit Leiche zu tun, das Wort, interessanterweise. Naja, ein Leib, der nicht mehr lebt, ist eine Leiche, ja, da Ja, könnte man. genau. Wo die Seele nicht getränkt, wo es nicht getränkt vom Geist und nicht nicht getränkt vom Geist und nicht getränkt von der Seele. Wenn der den Geist aufgibt, Nicht durchdrungen. dann ist es ein lebloser Körper. Drum ist ja die Aufgabe immer, das zu durchseelen und zu durch verlebendigen oder den Zu Körper. durchfluten. Aber was ich sagen wollte, ist, also wir haben hier den Leib und im Leib haben wir natürlich das Herz, das ist eh klar. Also das ist das Zentrum. Und so, und jetzt hast du gerade beschrieben, ne? Wir haben also jetzt hier, nehmen wir mal das, was einfacher ist. Wir haben irgendwie die Haxen, damit wir in die Welt hinausgehen, ne? Wir haben die Hände, damit wir in die Welt hinausgreifen können und etwas tun können. So, und jetzt kommt das Wichtigste, ne? Denn hier haben wir das Caput Mundi. Quintessenz. Naja, das ist jetzt die Frage. Du hast gesagt, alle dienen dem Leib. Das gefällt mir. Es ist wie Alle, der Herr in der Mitte, genau. genau, hier ist der Thron und alle Ja. dienen der Bienenkönigin, dem Thron hier, ne? Dem König, dem Königstum, König und Königin. genau. Also das heißt, gut, bei denen ist es klar, dass die dienen, ne? Ja, diese Aber bei dem, Verbindung, oder? Mit dem, das ist so klar. genau, aber bei dem Caput Mundi, ne? Ich meine, nicht umsonst haben sie doch permanent alle geköpft, ne? Und sie durchtrennt von ihrem, weil, ich meine, gut, wir wissen ja auch, dass Einstein gesagt hat, der Verstand ist ein guter Diener. Und ich meine, der Verstand ist auch hier oben, ne? Also, das hier ist irgendwie so ein eigenes Universum, ein, und irgendwie haben sie es durchtrennt. Das kommt mir. Das ist das, was ich am Anfang Also, gesagt habe. Von wow, wegen dieses die Divertikel. Französische Revolution, auf jeden Fall, sie Sie hat einen haben doch Grund. hier, als ich gesagt habe, hier ist der Fluss und sie haben uns hier gekapert und uns hier eingekerkert, also sozusagen der Kopf Was als meinst du, wenn du Kerker. sagst, sie haben uns? Was meinst du? Ich glaube, dass es eine nichtmenschliche Kraft ist. Warte mal, das ist jetzt spannend. Ich würde, nein, nicht die Dunkelheit, sondern die Finsternis. Weil wenn man das, da nehme ich jetzt besser das Bild, wenn man sagt, wir sind eigentlich im Strom des Lebens, aber würden wir nur im Strom des Lebens sein und nur im Licht sein, wären Ja. wir niemals geboren worden und wären niemals genau inkarniert. Das heißt, Eingefremdet. wahrscheinlich ist es notwendig, aber was passiert ist, ist die Finsternis, nein, nicht, ja, die Finsternis. Einkapselung fast schon, ja? Genau, die Finsternis hat uns hier verkapselt. Und in dem Moment, wo hier keine Krass. Verbindung mehr ist, ist es, wie wenn es, das ist satanisch, wenn die Verbindung gekappt wird, dann ist es, als wären wir geköpft, als wäre diese Verbindung hier nicht mehr da. Deswegen ist das für mich absurd, wenn die Menschen immer sagen, ja, entweder sei nur im Herz oder sei nur im Kopf. Also es ist die Verbindung, ne? Weil der Die Geist, richtige warte mal, Verbindung. Christoph, kann es sein, der Geist kommt durch das Schädel, Stirnchakra rein, kann es sein,
Das kommt mir jetzt nur so, weil hier hast du Gefühl, aber ich sage immer, das Herz ist für mich ein passives, ein etwas, was aktiv, zum aktiv in die Welt hinausgreifen, brauchen wir die Haxen und die Arme und den Kopf. Und hier kommt doch der Geist durch das Schädelchakra rein. Das heißt, der ist sozusagen eine Art, ja, wie sagt man da jetzt, Vermittler oder der leitet den Geist hier runter. Ohne Ja, den. der Geist ist überall. Also der Geist ist überall, aber wichtig natürlich ist auch, dass er seine Wohnstätte im Herzen bekommt, weil nur dann wird er stabil und fixiert und bekommt ein Zentrum. Wenn der Thron leer bleibt, ist ein Unterschied, ob praktisch der Geist sprüht. Du kennst auch Leute Christoph, sozusagen, darf ich da nur einfügen? Denn die ich, Entschuldigung, immer, ich glaube nur, nein, ich immer glaube, unterbrechen. wir verwechseln, glaube ich, jetzt Geist mit Qualia. Jetzt, okay. Ich gebe dir recht, der Äther, die Qualia ist überall, das ist überall. Aber der Geist ist nämlich Ja. Erkenntnis. Und ich glaube, du kannst keine Das ist jetzt geistige ganz, ganz, Erkenntnis ganz. ohne den Kopf haben. Ich glaube, wir brauchen für die geistige Erkenntnis die Verarbeitung, wenn wir jetzt vergleichen, unten im Darm findet auch Verarbeitung statt, ja, und es gibt ja nicht umsonst eine Verbindung von Kopf und Darm. Hier Ja. unten wird das Stoffliche verarbeitet und kommt dann hier raus, und Ja. hier oben wird das Geistige verarbeitet, das von oben reinkommt, es wird verarbeitet und dann, ja, dann geht es nach draußen und nach innen, aber ich glaube, der Geist ist nicht das gleiche wie Ether und Qualia, sage Nee, ich jetzt einfach mal, Arbeitshypothesen. vielleicht muss ich jetzt an der Stelle anfangen, die Begriffe so zu verwenden, wie sie für mich darstellen, dass ich in meinem eigenen System praktisch konsequent oder bleibe. Du hast jetzt ganz klar den von Merkur gesprochen und Merkur gezeigt, weil Merkur natürlich in alle Richtungen geht und alle Richtungen kennt. Das heißt, Merkur kommt von oben, er kann wieder nach oben, er geht nach unten. Er hat, warte mal, damit wir jetzt nicht ganz durcheinander so. Das Herz, erstmal vielleicht zu dem Herzen nochmal. Es gibt den Sonnenfunken, der das Zentrum vom Herzen ist als Sonne, aber es gibt auch den Herzkörper, der etwas Lunares, etwas Mondhaftes ist. Nur damit wir da nicht dazu kommen zu glauben, das ist alles so ganz simplistisch, sondern das Bild, glaube ich, das du jetzt gezeigt hast, hat schon zeigen können, dass die Verbindung von der Mitte in alle Ge Richtungen ausstrahlt und alles miteinander verbindet. Und es ist ja eigentlich das, wo ich sage, das beseelt den ganzen Körper. Der Geist, der von oben reinkommt, also mir war vorhin noch ein Bild, das mir ganz wichtig war. Mit dem Geist war ich nicht ganz sicher, du meintest jetzt eher dieses gedankliche Einfälle wahrscheinlich in dem Hinsicht, oder? Warte mal, lass uns auseinander dividieren, damit wir jetzt nicht alles. Müssen es Warte mal. klären. Jetzt sind wir Genau, gerade im Moment zu das ist klären. super, was wir gerade machen. Merkur ist für mich die Verteilung. Merkur hat mit Ja. Verteilung zu tun. Und ich würde Ja. sagen, es ist eine, also nur, dass wir das auch nicht, weil jetzt kommt zu viel zusammen. Das eine ist das Wasser oder der Äther, der ist überall. Da brauchen, das ist, wohingegen Merkur ist, glaube ich, Sinnesorg, also die Nervenzellen und so weiter, diese Verteilung, einen Leiter braucht, einen Supraleiter. Also, und die, Hormone, Nervenzellen, genau, alles. aber Hormone, der Herme. Merkur ist nicht der Inhalt. Hier sehe ich, das ist, du hast von der Nussschale gesprochen. Von oben kommt der Blitz der Erkenntnis, also Intuition ist für mich etwas, was von innen kommt. Aber hier ist, jetzt Genau. kommt leider die Müllabfuhr, hier kommt die Gnosis, also der Blitz der Erkenntnis, das ist, hat mit Uranus und mit Jupiter zu tun. Also es Jupiter, ich kommt wollte von, gerade sagen, Jupiter, ja ja. genau, ist das jetzt sehr laut? Warte mal, red du mal, ich mach mal kurz. Nein, 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 aber Katharine, ich kann dich sehr gut hören. Vielleicht an der Stelle noch etwas, was ich vorhin, als du dieses Bild hattest mit dieser Kapsel, da war mir so wichtig, Saturnpflanzen dazu zu stellen, weil diese Kapsel ist ja auch wie ein Hohlraum, der entsteht. Und alle Giftpflanzen, im Moment blüht jetzt der rote Fingerhut oder die Belladonna, all diese Giftpflanzen oder auch der Eisenhut, die haben immer etwas, wo sich etwas einkapselt. Auch bei den Rosen, die Pflanzengallen, wo dann ganz starke Gerbsäuren entstehen. Also dieses Thema des Kapseln war plötzlich wie nochmal wie ein Blitz zu merken. Ja, es hat immer mit Saturn und mit Giftigkeit zu tun. Es gehört aber auch ins Webwerk der Natur mit dazu. Und du hast Deswegen. vorhin von der Nussschale gesprochen. Ja, Und ich Nussschale ist hatte auch jetzt gut. gerade das Bild, schau mal, hier ist die Nussschale.
Und was macht hier der Blitz der Erkenntnis, der von oben einschlägt? Er sprengt die Nussschale, Ja, er genau. bringt hier einen Spalt rein, er sprengt das. Und dann kommt eine Erkenntnis, eine Gnosis. Das ist wahrscheinlich, wovon alle reden, wenn die von dieser blöden Erwachung, ich kann das nicht mehr leiden, das ist ewige, ich bin aufgewacht, ich bin, was sind sie alle? Sie sind alle, da gibt es auch, ach, weiß ich, erleuchtet, erleuchtet, genau. Ja, also okay. Das kotzt mich so an, weil irgendwie ich bin erleuchtet, ist für mich immer so ein Absurdum. Es ist ein Widerspruch in sich. Ein Widerspruch in sich, genau, ein Oxymoron. Weil entweder es hat mich erleuchtet, ja, okay. Ja. Ja, es kommt hier rein und da kannst du schon durchdrehen. Also ich glaube, viele, viele werden verrückt in dem Moment. Bumm. Den Blitz rein, genau. Ja, genau. Ja, und Aber das kommt von oben, das kommt das von gehört außen. zusammen. Also das sind jetzt wird es interessant, weil jetzt können wir noch mal ein bisschen so hinschauen, dass also Saturn ist der, der hemmt und rechnet, der sagt, tock, 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 wie kleinkariert. Jupiter ist der sowohl von ganz oben bis ganz nach unten, sozusagen er kann bis zur Erde und er kommt vom Himmlischen natürlich von oben nach unten, er blitzt da rein. Merkur hat immer auch mit dem Thema zu tun, dass etwas ein Loch hat. Ja, sozusagen ein Loch ist im Eimer, Karl Otto. Ja, also es geht immer im Ring rum, es wird immer vollständig. Aber die Jupiterkraft hat auch mit Durchlässigkeit zu tun. Das heißt, in dem Moment ist eben diese Hemmung von Saturn durchbrochen und etwas muss ja, damit es hereinkommen kann, muss ja irgendwo eine Art von Durchlässigkeit da sein. Da ist übrigens interessant, Jupiter und Saturn gelten als die Transpersonalen. Das heißt, sie sind am Ende der persönlichen, also sie sind zwischen den himmlischen, also Pluto und Uranus und Neptun sind ja überhaupt erst durch Aleister Crowley zu uns gekommen. Also ne, vorher waren die ja gar nicht bekannt. Also, ne, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn hier oben der Himmel ist und da ist der Uranus, ja. Und ich glaube, der Uranus kann nicht zu uns direkt hinunterkommen, sondern dafür braucht es Jupiter. Für mich ist Jupiter wie der Vermittler der zwischen Himmel und Erde ist, der ermöglicht, dass Uranus zu uns runterkommen kann. Und wenn man jetzt sieht, dass wir im Moment für ein Jahr lang den Jupiter in den Zwillingen haben, da geht es darum, dass diese Götter, dass dieses himmlische Uranus zu uns runterkommt. Ja. Ja. Also das macht sofort verständlich, warum haben die Alten, jetzt sind wir wieder beim Thema Äther zurück, weil Jupiter hat als sein eigenes Element, also zu Beginn hatte ich gesagt, die Fünfer-Ebene und die Siebener-Ebene. Jupiter auf der Siebener-Ebene als der Himmelskönig, Himmelskönigin, also sozusagen die Kraft, die in sich das Lunare und das Solare vereinigt. Also Jupiter ist in der Pflanzenwelt immer da, wenn beide da sind. Das heißt, der schließt nicht aus. Es ist nicht nur der Feuerprozess oder der Wasserprozess, sondern es ist das Ganze. Und wenn jetzt Leute die Zukunft voraussagen wollten oder eigentlich im Äther, in der Akasha-Chronik, wie auch immer man sagen möchte, also Akasha in dem Raum lesen wollten, haben sie Leberschau oder Vogelschau gemacht. Und die Leber ist das Organ Jupiters. Und die Vögel, sie bewegen sich im Äther, in dem freien Raum. Und das ist super spannend, einfach auch nochmal das zu betrachten, dass auch noch hin, es gibt eine Pflanze, die ganz starke Jupiterpflanze ist, die Schafgarbe. Und in den asiatischen Traditionen hat man diese Stäbe von der Schafgarbe genommen oder macht es heute auch noch im I Ching. Die sind so hohl und man hat, also die sind auch hohl, die haben ein Loch und man wirft die und die machen Klänge. Und dann hat man daraus, je nachdem wie Mikado, wie die gefallen sind, hat man aus dieser Anordnung gelesen, wie etwas wird. Weil ja im Äther die Vergangenheit, die Zukunft im Jetzt zu lesen ist. Also nicht, ich sage gar nicht, dass ich das kann oder mich irgendwas zu tun habe. Es ist nur von der Thematik Jupiter kommt es dann als Assoziation sofort. Die Leberschau, die Vogelschau und auch natürlich mit der Schafgarbe. Also es sind Dinge, mit denen ich mich nicht befasse, aber hermetisch verstehe ich, dass wenn wir über Jupiter sprechen, sprechen wir über Weisheit, wir sprechen über Großzügigkeit, über Fülle, über nicht zu viel und nicht zu wenig, über die Leber, über die Schafgarbe und so weiter. Ich mag gern, wenn du den Ton anschaltest. Ich fühle mich so unwohl, wenn es so leise ist. Hörst du das hinten? Ja, ich mag Lass es doch gerne hören. weiterreden, Christoph. Komm, red noch, weil Nein. ich mache noch auf Stumm. Ach, ich höre so gerne, was du sagst und wir verstehen ja dich auch. Gut, also die Haselnuss, von der wir gesprochen hatten, ist ja auch wieder dieser Merkur-Aspekt. Und vielleicht kann ich an der Stelle einmal die Planeten, die sieben Planeten beschreiben, wie sie in ihrer spiraligen Anordnung sind. Also wenn wir jetzt gucken, die chaldäische Reihe ist ja die,
die Planeten angeordnet nach ihren Bahngeschwindigkeiten. Das heißt, Saturn fasst als erstes 33 Jahre, dann Jupiter, der Sohn von Saturn, Mars, Sonne, Venus, Merkur und Mond. Mond ist schon ganz nah bei der Erde, ist ja völlig klar. Die beiden Extremen hatten wir heute gesagt, auch Mond und Saturn sind sozusagen wie so eine Klammer. Da ist sozusagen die Schwelle zum Tod, die Schwelle zum Kosmos, wie janusköpfig nach draußen. Und hier, der Mond ist wie die Schwelle zur Erde, die zwei. Die nächste Ebene ist Merkur und Jupiter. Merkur und Jupiter sind auch, die immer zusammenarbeiten. Also praktisch die weisheitsvolle Idee, die ich aber dann über meine Worte weitergebe und vermittle. Also die arbeiten zusammen. Dann die nächste Ebene kennen wir sehr gut. Das ist dann Mars und Venus. Mars und Venus, da kennen ja auch die Leute die Symbole von den Toiletten und so weiter. Ja, man merkt schon, da findet was statt. Und wenn diese haben in ihrer Mitte immer die Sonne. Das heißt, wenn ich Mars und Venus in der richtigen Art zusammenkommen, entsteht eine goldene Mitte. Das war mein Beispiel von diesem alten Greis und dem Baby, dass wenn man Altenheime baut und man baut nebendran Kindergarten, entsteht plötzlich eine goldene Mitte und das Herz geht auf und die Leute können lachen, weil die Alten freuen sich, die Kinder spielen zu sehen und die Kinder spielen sie, freuen sich an den alten Leuten, dass sie so geduldig sind und so weiter. Also da entsteht, da kann man hermetisch verstehen, wie entsteht eigentlich Mitte. Und jetzt waren wir gerade auf der Ebene mit Jupiter und Merkur, mit der Haselnuss, mit dem Loch, mit dem Blitz, das durchgeht und so weiter. Genau, ja, der Haselnussstrauch, gell, der hat ja auch eine, ich habe hier übrigens einen nur so nebenbei, hier ist ein Ja, Haselnussstrauch. ich lieb die auch. Aber jetzt ist nämlich der Müllwagen vorbei. Das wäre natürlich die goldene Mitte, wäre natürlich der goldene Schnitt, nur so nebenbei, das ist ein dickes Buch. Aber weißt du, was mir so kommt? Also wir haben jetzt über die, du hast über die persönlichen Planeten gesprochen, die ganz nah in uns sind, ne? Also Mars, man sagt, das ist manche zu, ja genau, Unterleib, gell? Also der Solarplexus, das ist da, wo der Wille entsteht. Das ist noch unterhalb vom Herzen, weil Genau. wir da eigentlich erst an die Schwelle kommen. Die niederen Dinge, das kann ja auch mal einfach aus der Wut heraus irgendwas tun sein. Das ist noch Ja. nicht unbedingt vom Verständnis, vom Verständnis erhellt oder erfasst. Aber es ist uns die Möglichkeit, in der Welt etwas zu schaffen, in der Materie zu Es tun. gibt ja auch verschiedene Zuordnungen. Ich habe also das mit dem Mond, dass der Mond die rechte Gehirnhälfte ist, da bin ich ganz, erschließt sich mir, weil das ist auch vergangenheitsorientiert mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist das, was uns prägt. Ne? Manche sagen jetzt die Sonne, also weil das fand ich irritierend, weil einer, ich habe Sonne immer als mit dem Herzen verbunden gesehen, natürlich mit dem Blutkreislauf und so weiter. Jetzt habe ich zum ersten Mal gelesen, dass anscheinend die Sonne auch mit der linken Gehirnhälfte, was für mich nicht logisch ist, weil die Ja, linke nee, Gehirnhälfte. das ist genau. Ich hatte vorhin, als ich darüber gesprochen habe, habe ich kurz überlegt, ob ich es sagen soll, weil wir natürlich dann anfangen, logisch denken zu wollen und sagen, ja, ist jetzt die Sonne das Herz oder ist jetzt der. Aber dann besser, wir sprechen gar nicht von den Begriffen, weil diese Begriffe sind das Ein und Alles auf der Webebene der Sieben betrachtet. Das bedeutet, alles ist alles. Es ist wie der Regenbogen. Es ist wie wenn ich sage, ja, aber du hast doch gesagt, der Regenbogen ist rot. Und der andere sagt, ja, aber du hast gesagt, der Regenbogen ist gelb. Liebe Katharin, es ist alles in jedem Moment da. Es ist nur immer die Betrachtung, was rücken wir in den Blick und was betrachten wir. Und auch Sonne und Mond kann natürlich stellvertretend für die große Polarität sein, also für die zwei. Es kann aber auch eben Sonne und Mond praktisch auf Ebene der Sieben sein. Also es sind verschiedene Ebenen. Wir müssen nur immer gucken, dass wir nicht durcheinander kommen, was die Ebenen angeht. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Das ist das, was ich Ja, mit dem ja, hier, ne? ja. Alle Prinzipien sind in uns in der Mitte enthalten und trotzdem brauchen wir sie nacheinander, damit wir sie identifizieren Aha. können und differenzieren können. Aber sie sind alle in uns enthalten und ich sehe das so, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir, wenn wir die 12 alle integriert haben, dann hier durchgehen, ab durch die Mitte, in eine neue Dimension, wo die 13, also die 13 führt uns durch und dann kommen wir mit der 14 in einen neuen, ich sehe einen neuen Himmel, ich sah einen neuen Himmel. Aber was ich noch Wow. sagen wollte, weil du von Saturn gesprochen hast, für mich ist ja Saturn auch, wenn wir, ich habe jetzt leider das Bild von Leonardo da Vinci nicht hier, der Uomo Universalis, aber Saturn ist ja nicht nur in uns jetzt irgendwie die harte Schale und die Wirbelsäule und so weiter, die uns ja aufrechterhält, Knochen, sondern Struktur. wir können den Saturn auch nehmen als
rund um uns. Wir sagen immer über den Tellerrand hinausblicken, aber da müssen wir ja mal überhaupt einen Tellerrand haben, sonst können wir nicht über ihn hinausblicken. Und für mich, wenn wir das jetzt uns vorstellen als der Uomo Universalis von Da Vinci, dann ist für mich Saturn auch diese Schallgrenze, sage ich jetzt mal, weil erst einmal ist ja keine Wand, obwohl es ist gefühlt eine Wand. Und wir brauchen eine Wand, um die Wände einzuleiten. Das heißt, ich denke, wir sind jeder natürlich für sich persönlich, wann immer für ihn der richtige Moment ist, aber kollektiv, denke ich, sind wir jetzt an dieser Wand angelangt, an so einer Saturninenwende. Wenn du nicht mehr weiterkommst, du musst erstens mal deine Spannkraft bis zum Äußersten erhöhen. Das erinnert mich wieder an die Raupe. Denn die Raupe, Kükenraupe, du wirst es besser wissen als ich, die können ja nicht schlüpfen ohne diese Schale. Sie brauchen diese Schale, an der sie sich aufrichten können, an der sie sich auch abarbeiten können, an der sie sich hochziehen können. Diesen Widerstand brauchen sie, um ihn sprengen zu können. Ne? Das ist jetzt das Bild. Also erstmal danke nochmal für deine Definition von dem zu verstehen, dass die 12 oder die 7 oder die 5 oder die 3, wir brauchen, wir müssen, wenn wir sagen, es ist alles eins, dann können wir auch gleich unser Gespräch schon einstellen. Wir müssen uns die Möglichkeit geben, die Dinge hintereinander immer wieder zu beleuchten, immer wieder durchzugehen und dann trotzdem zu verstehen, aber alles sind Aspekte von dem einen. Das ist super, super wichtig. Dieses, wir leben in einer Welt, wo die Dinge hintereinander sind. Ich kann meine Erkenntnis auch im Gespräch nur hintereinander sagen. Es fallen mir dazu drei Dinge ein und so weiter. Jetzt zu dem, der Schale, das war das Bild, das heute schon häufiger kam, wie bei einem Ei. Auch wie so, es gibt, man könnte sagen, es ist ein Häutchen, aber vielleicht ist es auch eine Schale. Und dann pickt man von innen und man pickt von außen, um diese Schale zu durchbrechen. Also da sind wir wieder bei dem Kalk und so weiter. Und es Da wird wichtig nur, ganz, nebenbei, ja, Christoph, es gern, darf nicht gern. von außen gepickt werden, weil dann stirbt Ja. das Küken und auch, also auch beim Schmetterling. Ne? Es darf nicht von außen geholfen werden, Ja, sonst stirbt aber es. wenn das ist so dieses Bild des Aufbrechens, wenn das Küken von innen pickt, dann ist es schon auch was, dass die Henne, die Mutter von entgegenkommen darf. Ah, dann ist es wie beim Menschen. Aber bei der Raupe weiß ich, der darf nicht geholfen werden. Nee, auf keinen Fall. Du musst Genau. die Entfaltung zulassen. Aha. So dieses Bild der Schale. Und dann kam mir jetzt nochmal in den Sinn, die Aufrichtung, du hast von der Aufrichtigkraft des Menschen gesprochen, wenn wir an Land gehen. Und dann merkt man auch zum Beispiel, ja, dass eigentlich nur der klare Widerstand mir die Möglichkeit gibt, mich aufzurichten. Wenn ich irgendwie auf Gelee oder so, dann könnte ich mich nicht aufrichten, ich könnte mich nicht bewegen und man sieht es so gut bei den Babys, wenn man die lässt. Dann kann ich mich auseinandersetzen, ja. Die Und Sohle, na hier. drum sitze ich gerne auf harten Untergrund drum, dann spüre ich meine Sitzknochen drum, schlafe ich gerne auf festem oder schlafen wir gerne auf festem Untergrund, auf so Tatamis, weil dann kann ich mich erholen, dann kann mein Körper sagen, wenn jetzt Spannung da ist, dann ist die in meinem Körper. Der Boden wird nicht nachgeben, aber ich bin eingeladen, mich der Schwere anzuvertrauen. Und in dem Moment, in dem ich mich der Schwere anvertraue, was entsteht? Leichtigkeit. Genau, Und wie ist ja. es mit unseren Knochen, dem Saturn, ist genau dasselbe, dass eigentlich nur durch diesen Widerstand ich überhaupt mich bewegen kann. Ich kann nur so Laute bilden, indem ich diese saturnalen Grenzen habe. Das heißt, es ist auch jetzt nochmal so ein kleines Loblied auf den Saturn. Und wenn ich jetzt nochmal an die Spagyrik denke, es kann ja nur eine Arznei entstehen, wenn vorher ein Sterbeprozess stattfindet und ein Tod und ein Sterben. Und das ist natürlich auch, was manche in ihrem Leben erkennen, wenn plötzlich der Nullpunkt kommt. Das fühlt sich nicht gut an, es ist nicht leicht, es ist nicht schön. Aber wenn der Nullpunkt kommt, ab dem Moment geht es nicht mehr linear weiter, sondern jetzt kommt ein neues Wesen. Also wie, ja, schon wie Nikodemus, oder? Zweimal geboren sein. Ja. Schön, Also, dass du das sagst mit dem Saturn. Also wir haben Saturn hier natürlich als wie die Eierschale oder wie auch immer, oder wie die Gebärmutter. Also naja, nehmen wir die Eierschale, das ist besser, finde ich. Dann wir haben Saturn natürlich als das Stützsystem. Und wir haben Saturn, ganz wichtig, in den Zähnen. Und zwar da kommt die Welt hinein. Na, da kommt sie hinein, wird zermahlen, wird getötet sozusagen. Und es dann kommt beginnt sie. mit dem Sterben. Genau, dann kommt sie rein und wird verdaut. Das ist der Sterbeprozess. Das ist immer wieder bei Rudolf Steiner.
Ja, wobei da ja schon wieder die Auferstehung dann nach und nach im Blut passieren kann, ne? Ja, das, was gebraucht wird, wird verarbeitet, ne? Und was, das andere wird ausgeschieden. Genau. Christoph, was hältst du davon? Wir haben jetzt noch so circa 20 Minuten und irgendwie, wir haben im Kopf begonnen. Und ich finde, dass der Kopf, also ich möchte nur noch mal, damit sich die Menschen erinnern, Neptun und die Intuition und auch die Akasha-Chronik, also alles das, das ist für mich in dem Meer gespeichert, aus dem wir kommen, was der Ursprung ist, wo das Baby auch im Fruchtwasser eingebettet ist. Also sprich, das ist das, was überhaupt noch keine Form hat. Das ist dieses Neptunische. Und für mich ist am umstrittensten, ich glaube, das ist das Wort, der umstrittenste ist der Kopf. Beim Herzen sind sich alle einig, weißt du, aber das Umstrittenste ist der Kopf. Und da möchte ich jetzt mal irgendwie die Unterscheidung zwischen die Relaisstation, also der Bahnhof, ne? Hier, wo wir abgestellt wurden, sozusagen, dass ja manche nennen das ja das Gefängnis Planet Erde. Ich meine, wir wissen, dass der Kopf, die Hirnwindungen sind unbeweglich, er ist wie ein Endbahnhof, es ist alles im Stillstand. Im Gegensatz zum Körper verhält sich alles gegensätzlich gespiegelt im Kopf. Wir haben hier keinen Stoffwechsel, wir haben keine Zellteilung, keine Regeneration, keine Fortpflanzung. Und statt Blutzufuhr haben wir Nerven. Es gibt keine Ernährung dort. Es ist wie eine Lähmung, wie eine Erstarrung. Es ist völlig anders als der Rest des Körpers, völlig anders strukturiert. Die Eindrücke sind im Kopf vom Stoff befreit. Na? Es sind Bilder, es sind tote, leblose Bilder. Es gibt keine Ausdehnung, ganz wichtig. Jetzt kommt der Typ schon wieder. Hörst du mich trotzdem noch? Es gibt keine Ausdehnung, im Gegenteil, ne? Dann stirbst du. Es ist alles unbeweglich, starr, beinahe vollends unverbunden, also bis auf diese kleine hier da, ne? Speise, Luft, nichts. Alles wird sofort nach unten delegiert und nur dort verarbeitet. Und oben bleibt nur der minimale Rest, ja. Und das sind Sinneseindrücke, Luft, Nase, Einatmen, Geruch, Duft. Das hast du vorher schon ge ge gesagt, der Duft. Keine Atemluft. Ohr, das Trommelfell schützt vor dem physischen Eindringen, also auch da. Es kommt nur der Klang, der Ton, die Schwingung kommt durch. Und der Haupteindruck, ja, entsteht durch den Sehzugang. Das heißt also Bilder, Bilder, jede Menge Bilder. Wie die Schlange, die die ganze Zeit die Bilder betrachtet. Ja, eigentlich wie verrückt. Wir sind eigentlich wie verrückt, oder? Den ganzen Tag. Ich bin Musiker, ich orientiere mich mehr nach dem Hören. Okay, genau. Und diese Bilder sind ja eigentlich flüchtig, aber sie werden in Erinnerung behalten, sie werden konserviert, ja. Das ist ja auch noch wichtig. In diesem Endbahnhof werden diese Bilder konserviert. Die einzige Beweglichkeit des Kopfes liegt in den Gedanken, in den Bildern, in den Erinnerungen und in den Verknüpfungen, Verbindungen, die sie da bewerkstelligen, ja. Das heißt also, das ist die einzige Art, wie der Kopf gestaltet, wie er formt. Er schiebt alles hin und her, er ordnet es, er strukturiert es, er extrahiert es und zwar jenseits der Materie des Stofflichen. Es ist also quasi eine Entstofflichung. Die Welt wird zum Bild im Kopf. Ja. Und die einzigen Eingangs- und Ausgangstore sind die Sinnesorgane. Und auch noch als Gedankending, das Gehirn ist sozusagen ein potenzielles Portal in eine andere Dimension, in ein anderes Universum. Und zwar ab dem Moment, wo der Mensch ein sich seiner selbst bewusstes geistiges Wesen wird, sprich ab dem Moment, wo die Nussschnalle geknackt ist und diese komplett in sich, hier ist diese, wie nennt man das, hermetisch abgeschlossene, abgekapselt, das ist das Wort, abgekapselte Welt von links und rechts, von Dualität oder Polarität, Entschuldigung, Polarität würde ich sagen. Polarität. Genau, Ja. genau. Und ab dem Moment erst, wo es gesprengt wird, Ja. da ist dann die ja, da ist dann tatsächlich ein Zugang zur Seele möglich. So, ja, das ist jetzt einfach, ich hau dir das jetzt einfach mal alles hin, Christoph. Großartig. Also danke dafür, dass du das so hinhaust. Und du weißt, dass seit es Menschen und Kokosnüsse gibt, dass die weisen Menschen die Kokosnuss öffnen und trinken und darin ein Bild des Schädels sehen. Dass der Schädel muss aufgeknackt werden, dass es den Göttern dienen kann. Ist auch ein interessantes Bild, oder? Ja, sehr. Also sehr. Und ich merke so für mich, also wenn ich einfach schaue, ganz, wie sagt man, subjektiv, ganz persönlich, ich merke, für mich ist der Kopf kein Problem.
Für mich auch nicht. Das ist sozusagen, weißt du, wie ich meine? Also sozusagen Er ist wie. die Lösung. Er ist die Lösung für mich. Ja, aber ich merke schon, wenn ich in meiner Biografie zurückschaue, dass der Kopf schon ein Problem war, bevor wie im Herzen die Sonne aufgegangen ist. Weil ich sehr, sehr viel oder sehr komplex auch denke und dann habe ich mich oft wie die Dinge 20 Mal durchdacht, bevor ich dann einfach nur einfach mal tun, weißt du? Einfach mal dem Herzen folgen, so. So dieses Gefühl. Aber ich merke, für mich ist ganz klar, es gibt ein Ziel, das ich formulieren würde. Und das ist wirklich dieses naturgemäß Denken. Und das ist das, wo ich sage, für mich ist die Erfahrung das A und das O. Also der Anfang und das Ende. Das bedeutet, dass ich, wenn ich im Prinzip mit den Pflanzen arbeite, destilliere und kalziniere, mit dem Feuer arbeite, das ist immer ein Bild für das Wahre, immer das Wahre vom Unwahren zu scheiden, weil die Natur hat immer recht, sie stimmt immer. Und die Frage ist nur, ob mein System es aufnehmen kann und merken kann, aha, da bist du auf deren Richtigen, da ist dein Denken schon naturgemäß, weil die Natur ist meine Lehrerin und ich bin Schüler. Sie kann nie irren, ich aber schon. Denken kann irren, ich bin Mensch. Und das heißt, in dieser Kunst der Spagyrik oder auch in dieser Lebenspraxis können wir lernen, wirklichkeitsgemäßer zu denken. Und dann ist das Denken kein Problem, weil es einfach eine Funktion ist, die erfüllt wird. Und dann brauchen wir vielleicht dafür diese Kapsel, aber die Kapsel ist nicht abgetrennt, sondern sie hat ja doch noch eine Anbindung an das Ganze. Ja, kann ja weiter. Jetzt weiß ich auch, warum wir einander begegnen, weil wir da wahrscheinlich gegenseitig etwas im anderen aufsprengen und oder anders an die Grenzen gelangen und der andere bietet dann irgendwie hier die Grenze, an der wir uns abarbeiten können. Ich will dazu Folgendes sagen. Also du hast, ich habe mir hier notiert, im Herzen, dass die Sonne aufgehen. Wie kann im Herzen die Sonne aufgehen? Nur wenn das passiert, was wir vorher beschrieben haben. Wenn die Nuss geknackt ist, kann hier Licht und Sonne und Liebe und Geist und wie du das jetzt immer alles bezeichnen willst, das Göttliche kann hier rein und dann geht im Herzen die Sonne auf. Bis das der Fall ist, werden die Menschen immer das irgendwie daher labern, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich, was man halt so allgemein, oh, ich habe so Herzschmerz, mir tut das Herz so weh und weißt du schon, also das ist, und damit meinen sie eigentlich die rechte Gehirnhälfte, die im Schmerz ist. Also die meisten Schlager oder so, ja, oder wie auch immer, ne, handeln vom Herzen im Sinne von, was halt vom, Und das meine ich nicht mit Herz. Das wäre so nein, der das ist mir Begriff klar. des Gemüts. Das ist mir klar, Christoph. Ich wollte nur sagen, Wow, dass ja. das hier die Voraussetzung ist, damit hier die Sonne aufgehen kann, ist es die Voraussetzung, dass hier gesprengt ist. Und ich Genau. wollte nur sagen, Christoph, ich glaube, dass es zu kurz gegriffen ist, wenn wir sagen, die rechte Gehirnhälfte, also ich nehme mal an, dass bei dir jetzt eher die Tendenz bestünde, würde da nicht der Blitz eingeschlagen haben, was tendenziell, denke ich mal, in deinem Leben, wahrscheinlich von deiner Natur, dass du eher rechts hirnig, also okay, außer du hast von den Gedanken gesprochen, die hier, es ist ja immer beides, gell? Was ich sagen will ist, hier ist dieses nach innen, langsamer, weiblich natürlich auch, Ja. und zur Natur hingewendet. Ja. Ich sage ja auch immer, das ist für mich Lemurien, also die mit der Natur verbunden. So, und es ist meiner Meinung nach zu kurz gegriffen. Christoph, wenn wir nur sagen würden, dass der Mensch dazu gedacht ist, weil das meinen ja viele, dass es nur unser menschlicher Auftrag ist, mit der Natur im Verein zu leben. Hier wiederum sage ich, es ist eine Conditio sine qua non, sprich, dass ich mit der Natur verbunden bin, dass ich in Einklang mit der Natur bin, ist für mich eine Grundvoraussetzung des Menschlichseins. Es ist aber nicht der Auftrag des Menschenseins, sondern es ist etwas, es ist die Grundbedingung. Ich glaube, wir gehen darüber hinaus, weil der Mensch das einzige Wesen ist, was die Fähigkeit zur Bewusstmachung und zur bewussten Erkenntnis, zur Gnosis hat. Und ich denke, wenn hier der Blitz einschlägt, dann ist es nicht, geht es nicht nur darum, dass die rechte Gehirnhälfte transformiert wird, es geht auch darum, dass die linke Gehirnhälfte transformiert wird. Und du bist der beste Beweis dafür, weil sonst würden wir diese Sendung hier nicht machen. Sprich, es geht um Erkenntnis, es geht um Gnosis. Und das hat sehr wohl mit dem Verstand zu tun. Und wie Einstein, der ansonsten ja ein ziemlicher Depp war, wenn er da den Äther eliminiert hat und überhaupt, also ist eine andere Geschichte. Aber wie er, da war er recht, er hat
hat er recht gehabt, wenn er gesagt hat, der Verstand ist ein guter Diener. Denn ab dem Moment, wo hier der Blitz eingeschlagen hat, was machen wir denn hier die ganze Zeit? Wenn ich meinen Verstand nicht hätte, könnte ich dieses Buch nicht lesen. Um es zu verstehen, hast du natürlich völlig recht. Dafür brauche ich die anderen Bereiche, die Intuition, die Herz, die rechte Gehirnhälfte, die Bildkraft. Aber ich brauche auch den Verstand, um es rational zu verarbeiten. Aber dann ist eben die Ratio dem unterstellt, ne? Jawohl. Also erstmal vielen, vielen Dank für das Deutlichmachen von dem, was da eigentlich geschieht. Das war dieses Bild, diese Kokosnuss auch zu öffnen. Und ich kann es wirklich nur auch erfahrungsgemäß bestätigen. Und danke auch für dieses Widersprechen oder zu prüfen, was meinte der Christoph jetzt mit Natur. Wenn wir gucken, dieses Bild des Pentagramms bezeichnet das Netzwerk, das alles ist. Also da ist alles enthalten, es gibt nichts, was herausfallen kann. Das habe ich mit Natur bezeichnet. Das heißt, was ich jetzt mit Natur bezeichnet habe, ist Kosmos, Mensch und Natur. Ah. Also das sind drei Dinge, verstehst du? Das heißt, Natur ist ein ganz blöder Begriff. Eigentlich sollte ich sagen Webwerk. Weil wir können sagen... Was? Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Webwerk könnten wir auch sagen. Okay. Weil ich kann sagen, es sind wieder die Dreiheit ist hier drin. Also die Natur, könnte ich sagen, sind die Naturreiche zum Beispiel Tier, Pflanze, Mineralien, Metalle auf der Erde, unter dem Menschen in einer gewissen Weise, Kosmos, über dem Menschen, die Planeten, die Sonnen, die Galaxien, also einfach sozusagen das Universum, was drüber steht, oder die Engelhierarchien oder wie man das betrachten möchte. Das heißt, der Mensch ist irgendwie die Mitte. Da haben wir auch wieder so diese drei Prinzipien, Sulfur, Merkur und Sal, sind auch wieder hier mit drin. Also ich meinte, mit naturgemäßem Denken ist es natürlich auch in Bezug auf das Ganze, auch auf die Sterne, auch auf das astronomische Wissen und auf was wir überhaupt wissen können. Aber was mir darin so gefällt, ist... Entschuldigung, Christoph, wie gefällt dir das Wort die Schöpfung? Ja, Schöpfung, ja, Schöpfung. Ja, das beinhaltet alles. Ja, Schöpfung ist gut auch. Definitiv. Ich meine, da haben wir immer auch die drei Prinzipien. Es gibt den Schöpfer oder das schöpfende Prinzip, Sulfur. Dann gibt es das Geschöpf oder das Geschöpfte, Sal, das Gewordene. Und der Prozess des Schöpfens ist Merkur, des Werdens. Und das ist auch super, super spannend. Wir haben es ja in der Sprache immer, wir haben nur die drei, oder? Wir haben Subjekt, Verb und Objekt. Aber nochmal auf das, was du jetzt angestoßen hattest, einfach dieser Aspekt von nicht nur mit der Natur in Harmonie leben, was ja, wir können da ja gar nicht raus. Also die ist ja absolut. Also diese Harmonie, die kann nichts und niemand zerstören. Also auch wenn manchmal die Dinge so extrem werden, dann sind es auch nur extreme Polaritäten, aber sie fallen doch nicht raus aus der Natur, also aus der Schöpfung. Und dass wir aber trotzdem jetzt leben und mit dem Bewusstsein von jetzt und dass wir neue Arten und neue Spielweisen finden, mit diesem Alten umzugehen, ist auch klar. Wenn du denkst, Entwicklungscomputer, Industrialisierung, alles, was entsteht, KI, was auch immer. Das heißt, dass wir definitiv unseren Verstand nutzen können, um auch da neue Wege zu finden, neue Spiele zu spielen und einfach in diesem Bewusstsein, ja, in dieser bewussten Evolution weiterzugehen. Bewusste Evolution, das ist, wo wir jetzt, denke ich, in eine neue Dimension gehen, wo ja. wir nämlich selber Teil des Schöpferprozesses sind. Ich bin übrigens froh, dass wir das mit der Natur geklärt haben, weil... Schlechter Begriff. Das ist ja immer nur, damit wir uns, das ist wie ein Stolperstein, damit wir uns dran arbeiten. Das ist doch Forschergeist. Du kommst doch bei der Forschung immer an irgendeine Grenze, wo du merkst, da stimmt was nicht, ne? Zum Beispiel hat jemand vor kurzem, da ging es um die Schwächen links, also um die beiden Schwächen, ne? Und hat gesagt, ja, das ist halt menschlich. Habe ich gesagt, ist das menschlich? Nee, das ist nicht menschlich. Das ist Säugetier-Unbewusstsein. Das ist nicht menschlich, habe ich gesagt, weil menschlich ist der große Mensch, wenn wir das überwunden haben, die beiden sklerotischen. Also ich okay, arbeite. Das ist schön. Da haben wir einen sehr ähnlichen Begriff von Menschsein. Ich werde nicht verstehen, wenn ich sage, ich habe einen hohen Begriff von Menschsein, dann werde ich oft missverstanden. Genau, weil Sie sagen ja oft, also das, vielleicht habe ich mich deswegen auch gegen das mit der Natur gewehrt, weil das sind meistens dann, viele sagen, oh, ja, die Natur ist ja so wunderbar, nur leider gibt es da den Menschen und dieses Abfallprodukt. Sie tun, also sie die Identifikation mit diesen beiden Abfallsklerosen. Ich nehme die Quintessenz raus. Sozusagen, ja, genau. Aber der Mensch, nein.
Ja, der Mensch ist die Quintessenz der Natur. Das ist dasselbe wie den Äther rausgenommen zu haben. Das Leben, das hast du Genau. doch vorher mit den Pflanzen beschrieben. Dass wenn du das Lebendige, damit hast du doch begonnen, dass du das erzählt hast mit dem, was macht das Lebendige aus, ne? Das, was es durchdringt, das, was es. Und Die es ist zu Pflanze. wenig, es Geist zu nennen. Es ist Qualia, denke ich. Es Ja, ist das war dieser Äther. Prozess zu dem Pflanzenstein. Also es gibt ja Essenzen, es gibt Pflanzensteine, wo eigentlich der gereinigte Körper, also die Pflanzensalze, die in jedem Ding sind, mit den ätherischen Ölen beträufelt werden. Und dadurch ergibt sich, kommen ja wieder die drei Prinzipien zusammen. Also Spagyrik bedeutet ja immer, dass wir trennen. Und das ist vielleicht auch, was bei dem Blitz passiert. Wir kommen in die Welt und irgendwie entwickeln wir in den ersten 7 Jahren eine physische Grundlage, dann entdecken wir unseren Merkur, dass wir lernen können und dann entdecken wir unseren Sulfur irgendwie in der Pubertät, plötzlich Geschlechtsding entwickelt sich, plötzlich kommt die Begegnung mit dem einen, idealerweise eine Initiation, dass ich merke, wow, ich bin ja verbunden mit dem göttlichen Prinzip, auch in dieser Zeit. Das heißt, ich habe meine leibliche Grundlage, ich entwickle meine geistig verstandesgemüthafte Grundlage und dann entwickle ich mein Oh, ich bin Bewusstsein, ich bin. Und jetzt gibt es viele Jahre, wo die zusammen mazerieren, zusammenkommen können. Sulfur, Merkur, Sal, 21, ja, alles ist da, aber es ist noch nicht reif. Dann nochmal 21 Jahre, 42 bin ich dann vielleicht und alle arbeiten miteinander. Aber erst in dem Moment, in dem der Blitz reinfährt, findet eine Scheidung statt dieser Prinzipien. Körper wird krank oder Seele wird krank oder Geist wird krank. Also die Seele kann gar nicht krank werden. Seele, okay, der Geist oder der Körper werden krank. Es werden zersprengt. Und wenn die zersprengt werden, können die gereinigt werden. Sie können durch einen Reinigungsprozess gehen. Und wenn sie jetzt zusammenkommen, ist etwas völlig Neues entstanden, was nie vorher da war. Es ist eine neue Geburt, eine zweite Geburt. Der Mensch ist nicht der, der er vorher war. Jetzt kann etwas losgehen und jetzt kann es edel werden, jetzt kann es Arznei werden und es kann, ja, also jetzt. Da empfehle ich wirklich die Wolfsfrau, Sagst du wenn es um die wo sie die Skelettfrau findet. Ich glaube, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, weil ich jetzt? hatte ja Ja. diesen Traum damals, wo ich als Skelett am Meeresgrund war und ich Oh gewusst ja. habe, ich kann mich nicht retten, indem ich da jetzt hingehe und anfasse und es an mich drücke oder irgendwas, sondern das geht erstmal nur auf einer geistigen Ebene, weil das Skelett würde sonst zerfallen. Und in der Wolfsfrau ist das wunderbar beschrieben, weil das ist genau das, was du jetzt gerade erzählst. Es ist dann alles weg, außer nur noch das Skelett bleibt übrig und an dem wächst dann wieder neues Fleisch. Ja, da sind wir auch schwer im Christlichen, merke ich gerade, ne? Also Ja, aber das sind eben Dinge, die mir unter der Hand sind. Das sind keine Dinge, über die ich nachdenke oder nachsinne oder spekuliere oder in Büchern lese, sondern das sind Dinge, die ich in der Werkstatt tue. schön, das ist so schön. Und in dem Moment, das hat mich auch wie ein Blitz dann getroffen, jetzt auch mal vor kurzem, wo ich merkte, die ganze Sicht auf die Welt wird natürlich eine andere. Auch die Sicht auf, was Sterben bedeutet oder auch auf die Sicht, was es bedeutet, was ja die Kirche uns sagt. Ja, dass wir einmal leben oder wie die Wiedergeburt stattfindet und dass wir eigentlich den Anker immer, auch diesen leiblichen Anker immer brauchen. Und Ich dass das auch mit dem auch nichts verkehrt ist. glaube, dass das nicht umsonst hier oben Caput Mundi heißt. Weil theoretisch könnte der Körper, du hast nicht umsonst gesagt, Leib und Leichnam. Der Körper ist völlig wurscht, ob der jetzt, also der kann auch existieren, sage ich jetzt. Also wenn er keine Verbindung zur Welt haben müsste, dann kann er einfach auch in einer Kiste liegen und verrotten, sage ich jetzt mal. Wobei natürlich wir wissen, dass der Geist nicht verrottet. Aber der Kopf ist Caput Mundi, das heißt, er ist die Verbindung zur Welt. Und dieses Caput Mundi, ja, verzichtet auf alle Umwandlungsmöglichkeiten, die wir im organischen Sinne hier überall haben. Und der Grund, ja, ist wahrscheinlich, weil es sein Auftrag ist, auf einer höheren Ebene zu wirken, nämlich die Wirkkraft, von der du die ganze Zeit vorher schon gesprochen hast, die Schöpfung. Ich denke, die Schöpfung, ich meine, wir sind uns einig, wenn hier der Blitz reingeht, dann ist die Verbindung hier überall. Also es geht nicht darum, dass er isoliert, im Moment ist er isoliert.
Solange wir in diesem, so wie ein Darmdivertikel, was in sich noch verdreht ist, dann stirbt es ja ab. Ich denke, viele leben ein Dasein im Moment, wo hier eine Trennung ist. Aber wenn der Blitz eingeschlagen hat, ja, dann geht der Blitz bis hier durch und der geht in den ganzen Körper, dann ist das Prana aktiviert, wie du das jetzt immer nennen magst. Manche nennen es Bis Kundalini. unten, aber er geht bis ganz unten durch, bis zum Boden, bis zum Erdboden. Genau, genau, Bis genau. Ja, genau. bisschen Genau. rein sogar, ja. Genau, und dann entsteht hier nämlich wirklich der Götter, also in dem Moment, natürlich, wenn hier dann entsteht der Götterfunken in der weißen Substanz, im Herzen, wie du, in der fünften Herzkammer. Mir ist das ziemlich wurscht, wo genau du das jetzt anatomisch ansiedelst. Für mich ist die weiße Substanz wäre gut, die Qualia würde auch, der Äther, das, aber das ist halt in uns. Deswegen, da entsteht der Götterfunken, der zündende Funke. Und das Genau. ist das Instrument der Seele. Und dann kann sich diese Vorstellung, die dann, die für die Vorstellung brauchen wir wieder hier oben, die Bilder, kann sich dann in der Außenwelt realisieren und durch unsere Hände, durch unsere Tatkraft kann es modelliert werden und kann sich dann, ja, kann bearbeitet werden. Also das ist alles wichtig. Ja. Ja, so ein bisschen wie wach geküsst werden, weil es ja die ganze Zeit schlummert. Das ist wie unser Feuer, das in uns da ist, aber vielleicht immer nur reglementiert wurde, unser Feuer, das wir selber reglementieren, unsere Eltern, die Gesellschaft sagt, dass wir nicht wirklich. Und plötzlich schlägt der Blitz ein und entzündet unser ureigenstes Feuer. Und plötzlich wird durch unsere Augen, durch unser ganzes Wesen, unsere Farbe, wer wir wirklich sind, kommt zum Vorschein. Und unser ganzes Wesen und unser Sprechen verändert sich. Alles wird plötzlich auch beseelt und wärmehaft es wird eines. Und das passiert natürlich nicht von jetzt auf nachher. Das ist auch ein Prozess. Also wenn dieser Blitz kommt und auseinander und die Reinigung, es kommt zusammen. Das ist dann wirklich, also bei mir, ich kann sagen, wirklich auch wie 10 Jahre, die es gebraucht hatte, bis ich zum Beispiel jetzt ganz äußerlich dann den Mut hatte, mich aus der Verbeamtung zu lösen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das heißt, auf dieser Erde, wo alle Dinge hintereinander geschehen müssen, kann es auch ein richtiger Zeitraum sein, wo es dann aber Stück für Stück habe ich daran gearbeitet. Seit 2012 dann begonnen, alles zu integrieren und so weiter, so zu gehen, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Ist ja auch lustig, dass du den Begriff Entzündung verwendet hast. Und du hast es natürlich gemeint im Sinne von, es entzündet sich das Feuer. Aber wir haben es ja mit Entzündungen zu tun. Und wenn du das jetzt innerhalb eines Menschen, wie du sagst, können es 10 Jahre sein, der Blitz hat eingeschlagen, dein ganzes System ist auseinander, explodiert, ist in ich weiß nicht wie viele Einzelteile. Und dann machst du wie die Skelettfrau diesen Prozess durch, wo du vielleicht 10 Jahre oder wie auch immer, wie lange auch immer brauchst. Oder ich glaube, mittlerweile geht es schneller. Ich habe 2 Jahre gebraucht, Nee, um klar, wieder es geht zusammen. nicht. Nee. Ich wollte damit jetzt nicht sagen, nur, dass es auch ein Prozess ist. Ja, klar, alleine schon, Genau. es ist ja ein Prozess alleine, damit das stattfinden kann, damit du Ja. die Standhaftigkeit und das Gefäß vorbereitest für das hier. Aber ich meine jetzt, wenn das alles explodiert ist, ich glaube, mittlerweile geht es schneller, dass wir das dann wie die Skelettfrau alles wieder zusammentragen und wieder, und das ist aber oft ein Entzündungsprozess. Also ich denke, dass die Krankheiten, wie das Hammer auch immer so schön gesagt hat, na, in dem Moment, wo du äußerlich die Symptome hast, das ist wahrscheinlich tatsächlich die Heilung, aber ja, oh gut, wir gehen. Naja, es ist auch im Garten so. Also das ist in dem Moment, in dem die Blattläuse schon dran sitzen. Guck mal, an welcher Stelle die dran sitzen. In dem Moment sind sie schon die Medizin, weil an der Stelle zu viel Lebenskraft ist, zu viel Saft. Die Pflanze würde am liebsten bersten an der Stelle. Die Lebensenergie ist zu stark. Und die Blattläuse, die setzen sich dran und zapfen die an. Das heißt, es ist eigentlich wie Erleichterung auch für die Pflanze. Guck Boah. mal im Garten, wo sitzen die Blattläuse? Die sitzen da, wo eine überschüssige Lebensenergie da ist. So wie Das früher der heißt, sie sind schon die Aderlass. Medizin. Sie sind, ja, sie sind schon die Medizin. Wobei, Ada, ob das funktioniert hat und was bringt? Keine Ahnung, aber es wäre die Logik, dass zu viele. Du, Christoph, was hältst du Ja. davon? Weil wir sind ja jetzt am Ende der Sendung Ja, angelangt definitiv. und wir haben, wir wollten doch, wir wollten. Mein Scherz, du hattest ja Äther genannt als Thema, so, und ich hatte eher gedacht, ja, so die Planeten und wie sie in uns wirken. Wir Ja. haben uns beiden gewidmet und irgendwie kommt mir, das wäre für mich ein bisschen die Quintessenz, frage ich dich, ob du damit was anfangen kannst, nämlich der Äther ist, was außenrum ist und was keine Form hat und was auch nicht eingefangen ist. Ich denke, das ist aber nur so etwas, was mir kommt, in dem Moment, wo der Äther in uns drinnen ist, würde ich es nicht mehr als Äther bezeichnen, sondern würde sagen, dann wird es zur Qualia, zum Chi, zum Prana. Also sprich, es hat dann
Es ist der Äther, der sozusagen individualisiert in uns zum Ausdruck kommt. Ja, Wie das wir ist das genau. dann bezeichnen, da gibt es viele Bezeichnungen. Mir kommt spontan jetzt so Chi, Prana, oder mir gefällt Qualia. Aber Ja, hast du noch Qualia gefällt mir auch sehr gut. Shen, also die Chinesen sagen auch Shen, was? der im Herzen wohnt. Merkur im Herzen eine Wohnstadt einzurichten, dass er da beständig wirken kann von dort, weil dann entsteht unsere Wirkkraft auch. Ja, aber der Witz ist ja, Christoph, dass wir hier keine Örtlichkeit in uns, also wenn, warte mal, wenn der Äther, nein, nicht wenn, indem der Äther in uns zum Wirken kommt, ist es notwendig, dass er überall gleichmäßig vorhanden ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, Wasser, aber Wasser ist ja nur dann heilsam, wenn es auch eine Qualität hat, eine Qualia. Also sprich, es ist beseelt, es ist begeistert, vergeistigt. Passt. Es ist etwa eine Substanz, ja, und das ist eben der springende Punkt, es ist eben keine Substanz, es ist eine Qualität. Mir gefällt das Wort Qualität Nee. immer gut, immer besser. Aber die ist überall, die ist nicht nur im Herzen oder Nein, nur im nein. Nervensystem, weil Ja, die weiße das. Gehirnsubstanz zum Beispiel ist im Nervensystem, das ist auch wieder lokal. Da ist ein Missverständnis, wie ich das Wort Herz gebrauche, weil Ah. es ist eher das, der Geist kann sehr zerstreut sein. Oder? Es gibt Leute, die machen ganz viel, bewegen sich viel, reden viel, machen viel und es wird nichts geschafft. Merkur. Kennst du? Genau, das ist, wenn Merkur kein Zuhause, keine Wohnstatt gefunden hat. Aber in dem Moment, in dem der Blitz eintritt und ich. Ah, du redest von Hitze. Spreche Du von meinst die. Mitte. Von Du redest Mitte. von Hitze. Du redest von der Herzkraft im Sinne von der Wärme, von Feuer. der Hitze, Feuer. Und aber, dass das Feuer eben behütet sein möchte. Es möchte gehütet sein, es darf nicht verbrennen, es darf aber auch nicht kalt bleiben. Aber vielleicht sage ich das, was ich eigentlich sagen möchte. Okay. Es ist das, weil vielen Dank für deine Worte jetzt und für was du vermittelt hast. Das habe ich vorhin nicht zugelassen, das nochmal aufzugreifen, das will ich aber jetzt tun, weil es einfach dazu passt. Ich hatte dieses Bild von diesem Blitz, der eigentlich wie Sonnenstrahlen alle in jedem Menschen auf einen Punkt hingeht, sozusagen wie eine Sonne, die in alle Richtungen strahlt. Und dass in dem Moment aber, also da ist ja auch die Verbindung dann da, ne, der Äther als ein Ort, als ein Raum, der nicht zu bezeichnen ist. Und wenn aber dieser eine Sonnenstrahl individuell in den Menschen fällt, dann zeigt dieser Sonnenstrahl beleuchtet, das sind wir natürlich wieder bei diesem Bild Beleuchtung und Erleuchtung und so weiter, beleuchtet die eigentlichen Qualitäten, die hier zur Welt gekommen sind. Keine Hand ist wie die andere, kein Herz, kein Auge. Das plötzlich, weil ich sage auch gerne individuelles Bewusstsein. Die Sonne erhellt, sagen wir mal, es wird Tag und die Sonne erhellt die Wiese. Jetzt zeigt sich die Kuckucksblume als Kuckucksblume, der Orchidee als Orchidee, das Gänseblümchen als Gänseblümchen, der Löwenzahn als Löwenzahn. Das heißt, jedes Ding zeigt sich in seiner eigentlichen Farbe. Und ich liebe das Wort eigentlich, weil das weist für mich auf diese Mitte und auf diese Qualität hin. Eigentlich. Es wird, ich werde eigentlich durch, indem mich die Sonne beleuchtet oder, und dann zeigt sich die Buntheit der Welt, weil keiner von uns soll so sein wie der andere, sondern jeder soll eigentlich sein und er selber und sie selber und so weiter. Und das geschieht in dem Moment und deswegen zeigt ja die Sonne alle Farben. Und wenn ich nicht rot sein will und blau sein will, sondern dass ich sage, ich will einfach 100% Christoph sein, was auch immer das heißt. Und eigentlich. Okay, damit wir jetzt nicht eine neue Sendung beginnen, aber also ich habe mir notiert, eigentlich, das ist ja lustig, weil ich mag das Wort so, wie es eigentlich alle benutzen, mag ich es überhaupt nicht. Ja, eigentlich finde ich das nicht gut, aber da kommt immer ein Aber und es ist eine völlig, und du meinst es völlig anders, weil du redest von das Wesen. Das Eigen. Eigentliche ist das Wesen, das, was dir zu eigen ist. Und da sind wir wieder bei der Qualia, da sind wir wieder bei der Qualität. Aber in Danke. Bezug auf die Sonnen wollte ich nur noch sagen, du hast Giuliana Conforto, ja, spricht davon, dass es zwei Sonnen gibt, die äußere Sonne und die innere Sonne. Sie spricht auch von einer Sonne im Innererde, also sie meint, das ist sowohl Ja. in Bezug auf den Kosmos als auch in Bezug auf uns, dass es eine innere Sonne gibt und eine äußere. Und jeder hat sozusagen seine innere Sonne. Und das ist ja das, wovon du gerade gesprochen hast. Und da ist es aber nicht lokal begrenzt auf das Organ Herz, sondern es Gar ist nicht, nie. Wenn ich Herz sage, meine ich Strahlkraft. eigentlich nie das Organ.
Okay, ja. Aber du Sprich meinst sehr die viel von Herz Strahlkraft? und ich meine nie das Organ Herz. Ich meine das immer als das, was du jetzt bezeichnet hast, als das, als die eigentliche Mitte. Und wo fängt die an und wo hört die auf? Ich kann es nicht leicht sagen. Also es ist schwierig zu sagen. Wo Für mich beginnt ist es ein na, wie sagt das? Ein Kanal. Schau mal hier, ein es Kanal. ist. Es ist ein Kanal. Es ist nicht ein Ort, sondern es ist ein Kanal. Ja, Ja. genau, die Mitte. Aber das ist kein Punkt, sondern es ist ein Kanal. Ist das jetzt ein Kreis? Ist das jetzt ein Punkt? Weißt du, man weiß nicht, ist die Mitte hier? Ist das Ganze die Mitte? Es ist einfach nicht zu sagen, weil es Also ja wie für mich ist es auch. klar, es kann kein Punkt sein, sondern es muss ein Kanal sein, weil in diesem Kanal gehen die. Da fließt es von oben nach unten, von unten nach oben. Es ist in Bewegung, es ist in permanenter Bewegung. Da ist die Rotation in diesem Kanal. Das entspricht natürlich unserer Wirbelsäule, dem Liquor, der da in der Mitte durchgeht. Und da sind wir bei der weißen Substanz. Und wir enden wieder, wie wir begonnen haben, Christoph. Ja, ganz Wir haben genau. mit der Qualität und der weißen Substanz, dann nämlich der Äther in dem Moment, wo er in unseren Körper hineingeht, wird er verstofflicht. Das denke ich. Er wird irgendwie, er bekommt eine Substanz. Er ist nicht mehr x-beliebig, wie du ganz richtig gesagt hast. Der Äther für alle kann alles sein. Er ist nicht definiert. In dem Moment, wo er zu dir reinkommt, Genau. wird er durch dich, durch dein Gefäß, durch Christoph wird er belebt. Die Wohnstadt sozusagen in deinem Körper bekommt der Äther, das Chi, das Prana, wie du das jetzt immer nennen willst, bekommt in dir eine Qualität. Und das ist das, was du dann mit eigentlich benennst, das So ist Wesen. es. Das ist wie der Körper als eine Struktur, als ein Pattern. Also da trifft ja Pattern auf Matter, also auf die Materie, eine Struktur und ein Muster. Und es entsteht etwas durch dieses und durch dieses, durch sich Genau. durchdringen. Ich denke, es ist ein ganz schön, wir könnten wirklich so viele Möglichkeiten, in viele Richtungen zu gehen. Ich denke, wir lassen es einfach ausgehen für heute. Und ich danke sehr. Ich danke dir auch sehr, Christoph. Das war sehr bereichernd. Ja, wirklich. Und wir treffen uns wieder. Das ist ein Versprechen, keine Drohung. Ja, die große Entdeckung heute für mich war, dass ich einfach, wenn ich mir nebenher Notizen mache, nochmal gut strukturieren kann, auch nochmal einzeln darauf einzugehen, auch die Möglichkeit zu geben, einfach zu zeigen, finde ich eine super schöne Sache. Vielen Dank dafür. Das ist wichtig, weil das Mikrofon kann immer nur eine Stimme erkennen. Das heißt, das Ausreden lassen ist einfach wichtig. Wir müssen hier blockartig. Der eine spricht und dann spricht der andere. Und dann ist immer ganz gut mit diesem Notizen machen. Genau. Danke Also für dann. deine Geduld. Oh, Geduld, du. Alles Liebe, Christoph. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Es hat mich sehr gefreut. Danke, Katharina.